Und sie beide, weil für sie kein Platz mehr da war, haben wir sie da hinten zusammen an ein Tischlein, an ein Expertentischlein gestellt. Jetzt hätte ich es geahnt. Also hier wiederum ähnliche Sitzordnung wie zuvor. Von innen aus gesehen rechts sitzt die deutsche Fraktion, links die Schweizer Fraktion. Und statt dass die beiden Experten jetzt aufgeteilt sind, auch gleich rechts und links, stehen sie wie gesagt da zusammen. Wir haben hier, ich fange jetzt mal auf dieser Seite an, Herrn Freddy Winter, er ist Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz, also im Parlament, Mitglied der Enquete-Kommission. Frau Marlies Kohne-Groß, sie ist ebenfalls Mitglied des Landrates und Vorsitzende der CDU-Fraktion und sie ist stellvertretende Vorsitzende der Enquete-Kommission. Dann haben wir Frau Valentina Kerst. Sie ist Leiterin des Landrats, was aber nicht zu verwechseln ist mit dem Landtag, sondern eigentlich die Zivilgesellschaft vertritt, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, oder? Und dort auch für die digitale Entwicklung und Kultur zuständig, also auch in diesem Thema. Dann haben wir Frau Pia Schellhammer. Sie ist auch im Landtag. Sie ist die Vorsitzende der Enquete-Kommission. Dann haben wir Staatssekretärin Frau Heike Raab. Sie ist die IT-Beauftragte und letztlich für die Umsetzung dieser ganzen Transparenzfrage zuständig. Dann haben wir aus dem Aargau Großrat Andreas Glarner, er ist Präsident der SVP-Fraktion und auch Gemeindepräsident in Oberwil-Lierli. Und dann Herrn Dieter Egli, ebenfalls Großrat im Kanton Aargau, Co-Präsident der SP-Fraktion. Und die beiden, Frau Professorin, Herrn Professor, haben Sie ja schon gehört. Sie müssen sich einfach das Mikrofon teilen, aber da kommen Sie mitzuschlagen. Also, wir haben festgestellt, dass ja jetzt in diesem Thema der Unterschied für einmal nicht so groß ist zwischen der Schweiz und Deutschland. Und wir hatten ja auch digitalen Kontakt vor diesem Podium und es kam ja eigentlich von überall auch völlig klar, wir sind uns alle einig, es braucht Transparenz. Also es sitzt jetzt niemand da von Ihnen, der sagt, es braucht weniger Transparenz, es braucht weniger Information, wir müssen die Information stärker zurückhalten. Also dieses Plädoyer können wir jetzt einfach mal als gegeben hinnehmen, da sind wir uns alle einig. Spannend wird es eigentlich in dem Moment, wo wir uns fragen, wo sind denn eigentlich die Grenzen dieser Transparenz und wo sind die Grenzen der Information? Und da hatte ich eine interessante Rückmeldung bekommen von Frau Raab im Sinne von, der Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung gehört nicht ins Transparenzgesetz. Was meinen Sie damit? Im Moment gibt es noch kein Transparenzgesetz, sondern wir haben im Koalitionsvertrag im Jahr 2011 beschlossen, das Landesinformationsfreiheitsgesetz, das auch Herr Professor Zico evaluiert hat, und das Landesumweltinformationsgesetz zu verschmelzen. Und dann hat Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer eine wirkliche Weiterentwicklung auch in ihrer Regierungserklärung eben zum Ausdruck gebracht, indem sie sagte, sie will diese Verschmelzung, nicht nur eine Verschmelzung dieser beiden Gesetze, sondern eben ein Transparenzgesetz schaffen, in dem wir wegkommen vom Amtsgeheimnis hin zur proaktiven Veröffentlichung mit all den Dingen, die wir heute auch schon gehört haben. Und jetzt im Vorfeld, in der Erarbeitung, gibt es natürlich die Empfehlungen der Enquete-Kommission, da will ich nicht vorgreifen, aber es gibt natürlich auch eine Menge Überlegungen, gibt es auch Schutzbereiche oder muss es Schutzbereiche geben und welche sind die? Und da ist wir haben das Projekt organisiert in mehreren Teilprojekten und wir haben auch ein Teilprojekt, wo unsere Rechtsgelehrten drin sitzen, unsere Juristen aus allen Bereichen der Landesverwaltung, der Ministerien. Und dort macht man sich viele, viele Gedanken, aber es gibt, wie gesagt, noch keinen Gesetzentwurf. Und da ist der Begriff entstanden. Es muss Bereiche geben, in der Verwaltung auch noch gewisse Dinge überlegen kann, bevor sie jetzt, bevor gesagt wird, es muss ja auch Dinge geben, die man verwerfen kann. Das heißt, es muss eine Überlegung geben, ja, wollen wir dieses Projekt überhaupt in Gang setzen? Haben wir finanzielle Mittel dafür, ja oder nein? Und da ist ein
Terminus technicus entwickelt worden. Da wissen wir noch nicht, ob der trägt. Da bin ich jetzt noch vor einem Gesetzesvorhaben. Also man ist sich bei dem Terminus technicus nicht ganz sicher, ob man überhaupt wissen will, was dahinter steckt, weil er genau. Doch schon sehr, sehr klar eine Schranke macht. Ich sag mal, es ist die grobe Vorüberlegung, dass es Bereiche gibt, wo Verwaltung auch mal die Entscheidung haben muss, will ich das überhaupt in einen Abstimmungsprozess geben? Ist das für uns ein politisch wichtiges Thema? Und haben wir überhaupt auch die finanziellen Möglichkeiten, es zu tun? Und die Frage ist ja, ab wann werden Dinge in ein Informationsregister oder in ein Transparenzregister eingestellt? Wir haben jetzt ein großes Open Government Data Portal, das größte bundesweit. Und wenn wir jetzt ein Transparenzregister aufbauen, müssen wir uns hier sehr sorgfältig überlegen, entsprechend der Empfehlungen, die wir von der Enquete-Kommission bekommen, wann stellen wir welche Informationen dort ein? Aber wenn ich das jetzt übersetzen würde, was Sie, eigentlich geht es Ihnen darum, dass Sie sagen, wir wollen in der Politik eigentlich auch nochmal verhandeln können, ohne dass gleich immer jeder Verhandlungsschritt, alle Verhandlungsschritte öffentlich sind. Weil Öffentlichkeit heißt immer auch sofort die Medien hören mit und dann ist man eigentlich quasi mit der politischen internen Verhandlung schon in der Öffentlichkeit, oder? Das ist, glaube ich, einfach eine Frage des Zeitpunktes. Also wir wollen das ja, und das hat die Ministerpräsidentin auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass wir diesen Kulturwandel wollen. Und dann ist aber die Frage immer, ab wann werden die Dinge tatsächlich auch veröffentlicht? Von Dieter Egli ist ein ähnliches Votum gekommen. Ebenso quasi, man muss auch noch mal hinter verschlossenen Türen sozusagen verhandeln können, bevor man gleich mit allem an die Öffentlichkeit geht. Ja, genau. Ich habe das so zurückgemeldet, dass ich schon der Meinung bin, dass vor allem auch in Exekutiven diese Möglichkeit bestehen muss, dass man gerade jetzt auch in der Schweiz, wo wir da mit dem Kollegialitätsprinzip arbeiten, dass man da Dinge diskutieren kann, mögliche Projekte diskutieren kann, abwägen kann, vielleicht auch mal verwerfen kann. Oder in parlamentarischen Kommissionen erlebe ich das sehr intensiv, wo man wirklich die Möglichkeit hat, auch wegen der geheimen Verhandlung, auch wirklich Verhandlungen zu führen zwischen den Parteien und Dinge auf den Tisch zu bringen, von denen man weiß, ja, vielleicht würde das dann die eigene Wählerschaft so nicht gutieren, oder? Und das gibt einen einen Verhandlungsraum, der im Geheimen abläuft und den man meiner Meinung nach behalten soll. Und ich denke, es geht da weniger um den Terminus technicus oder um die Frage des Bereichs, den man schützen will. Ich denke nicht, dass man einen bestimmten Bereich schützen muss, weil irgendwann muss man informieren, aber es stellt sich die Frage des Zeitpunkts. Also ich möchte als Bürger natürlich informiert werden über alles, was in der Verwaltung läuft und was auch in der Regierung und im Parlament läuft. Es stellt sich nur die Frage, ob ich das immer 2 Minuten nach dem Entscheid schon wissen muss. Oder schon den laufenden Entscheid schon mitverfolgen können oder muss. Oder das ist ja eigentlich der Punkt, die laufende Entscheidfindung. Ja, ob ich sogar schon von der Bundesratssitzung wissen muss über die Medien, was dort gesprochen wird, wenn noch gar nicht gesprochen wird. Genau. Frau Schellhammer, Sie als Präsidentin dieser Enquete-Kommission, schätzen Sie teilen Sie diese Einschätzung oder sind Sie da anderer Meinung? Es ist nachvollziehbar, dass es auch geschützte Räume für Verhandlungen geben muss und dass man auch abwägen muss, ob man bestimmte Maßnahmen ergreift, ja oder nein. Aber es darf natürlich nicht um sich greifen. Die Gefahr dabei ist natürlich zu sagen, dass man ein Verfahren sehr, sehr lange in der Diskussion hält und dann erst nach langer Zeit in die Öffentlichkeit geht oder die Transparenz herstellt. Und dann ist die Frage der Nachvollziehbarkeit ganz wichtig. Es kann auch zur Offenheit beitragen, zu sagen, man hat eine Maßnahme nicht ergriffen, man hat sie geprüft und die Abwägung hat ergeben, dass man eben diese Maßnahme nicht ergreift. Und ich würde mir dann auch eine deutliche Offenheit wünschen. Das heißt, man kann auch mehr Transparenz auch bei noch nicht abgeschlossenen Entscheidungen herbeiführen. Da muss man natürlich auch die Offenheit haben, zu sagen, nach einer bestimmten Abwägung ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Maßnahme nicht ergriffen wird. Und das erfordert natürlich auch zu sagen, welche Dinge man offenlegt. Also ich sehe schon, es muss geschützte Räume auch für die Verwaltung geben, aber dieses Argument darf nicht dazu führen, dass man diesen geschützten Raum ausdehnt und sozusagen mehr Intransparenz dann danach schafft. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieses Kalkül dahinter steckt? Also quasi, wir wollen diesen Raum dann ausnutzen? Den Eindruck habe ich nicht, sondern es ist Gegenstand der Diskussion, was sind geschützte Räume, was muss Raum für
für Verhandlungen, welchen Raum muss es geben und ab wann ist der Zeitpunkt, einen Vorgang zu veröffentlichen. Das sehe ich nicht, dass das genutzt wird, sondern eben in der Diskussion, wie definieren wir diesen geschützten Raum ist und wie wird das natürlich dann auch in Verwaltungshandel umgesetzt. Also ab wann ist dann eine Akte öffentlich, ein Vorgang öffentlich, das steckt ja auch mit dahinter. Frau Kohle-Groß, Sie sind auch Mitglied dieser Enquete-Kommission. Ja, ich bin jetzt etwas erstaunt über diesen Teilbereich der Transparenzdiskussion, dass der jetzt hier im Vordergrund steht. Ich glaube, wir haben noch lange Zeit, ja, über viele andere Dinge. Aber dass wir jetzt damit anfangen, wo wir die ersten Restriktionen hier setzen, das halte ich jetzt ja insgesamt in Diskussion, so wie wir es ja auch in der Enquete geführt haben und öffentlich aufführen, gar nicht für das Wichtigste. Ich bin jetzt in der Zwangssituation wie Herr Professor Zico oder ich glaube, es war die Referentin, dass man, das Problem ist so breit, dass man gar nicht weiß, wie man das jetzt eingrenzen soll. Aber dieses Transparenzgesetz hat ja, wie schon dargestellt wurde, einen Vorläufer im Informationsfreiheitsgesetz. Ja? Und wir haben eine Erfahrung damit. Wir haben auch der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz, er hat so eine dicke Broschüre rausgegeben, hat Erfahrung und er weiß auch, was der Bürger in etwa auch bisher angefragt, nachgefragt hat. Und wir haben auch, um das noch mal klarzustellen, wir haben schon Gerichtsurteile in Rheinland-Pfalz, aber auch darüber hinaus, wie weit denn diese Rechte des Bürgers auf Information auch gehen. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Rahmen auch abgesteckt, ja, auf den wir uns auch ein Stück weit beziehen können in der politischen Debatte. Ich will sagen, der Bürger, und das ist ja eigentlich immer so, auch, denke ich mal, bei der direkten Demokratie in der Schweiz, geht vor allem dann auch zu seiner Verwaltung oder auch zur Wahl, wenn er eine ganz persönliche Betroffenheit zu einem Thema auch hat, wenn er sich eben eine Meinung gebildet hat, wenn er informiert ist. Und das ist auch beim Informationsfreiheitsgesetz und das wird auch beim Transparenzgesetz eine große Rolle spielen. Der Bürger fragt sich, was interessiert mich, wo bin ich betroffen, was wird neben mir gemacht, wird ein Mast aufgestellt für die Bahn, wird eine Straßenbahnhaltestelle verlegt, wird irgendwas gebaut, was mich berühren könnte, Stuttgart 21, gutes Beispiel dafür. Und er wird dann wissen wollen, was geht da ab und was kostet das und wie bin ich betroffen und wo habe ich Möglichkeiten, da einzugreifen. Und in der Tat, es ist wieder so, das steht auch in diesem Bericht nochmal drin, dass vor allem Anwälte natürlich, das waren die qualifizierten Persönlichkeiten, dass Anwälte da auch für ihre Mandanten unterwegs sind, um diese Dinge zu recherchieren, damit sie sehen, wie sie dagegen vorgehen können. Ja? Also deswegen ist das die eine Seite. Die andere Seite ist, was mir nicht ganz unwichtig ist bei dieser Frage, es gibt ja kluge Menschen, die mit diesen Informationen ein Geschäft machen können. Also ich meine das positiv jetzt, ja? Ein Geschäftsmodell entwickeln können. Und ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass wir als Staat da auch das Mögliche tun, damit diese Informationen dann auch sinnvollerweise da veröffentlicht werden. Und deswegen geht es mir eigentlich bei diesem Transparenzgesetz, überhaupt bei diesem proaktiven Handeln darum, welche Informationen sind denn für den Bürger in der Tat auch wichtig und verwertbar und ja auch so darstellbar, dass er was damit anfangen kann. Und natürlich gibt es die Einschränkung, dass wenn es um Datenschutz oder wenn es um Vertrauensschutz und wenn es um höchstpersönliche Daten und Geschäftsdaten geht, dass man sehr genau hinschauen muss, wie weit kann man denn da gehen. Aber das ist, wie gesagt, auch schon zum Teil gerichtlich geklärt. Sie haben jetzt sozusagen alles auf einmal dargelegt, das ist richtig, ja. Wir werden über all das diskutieren, das ist richtig. Was wollen die Bürgerinnen und Bürger wissen? Dann fangen wir mal mit dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Das ist ja eine interessante Geschichte. Also Sie sagen jetzt Anwälte wollen vor allem diese Informationen haben. Also das ist die Erfahrung haben. Hier. Genau. In der Schweiz habe ich einen Bericht gelesen über das Öffentlichkeitsprinzip, als in ein paar Kantonen ein paar Jahre in Kraft trat, dass vor allem die Medien das genutzt haben. Eigentlich haben vor allem die Medien nachgefragt, was da geht. Die sind auch dabei, geht, Journalisten genau, sind auch dabei. Genau. Und da stellt sich ja schon die Frage, für wen macht man das? Macht man das dann für die Bürgerinnen und Bürger oder macht man es eben für die spezifischen Gruppen, die ganz spezifische Interessen darin haben? Tut das etwas zur Sache oder muss man das so nehmen, wie es ist? Frau Kerst. Ja, also ich würde es sogar sehr begrüßen, wenn die Medien sich mit viel mehr Verwaltungsthemen beispielsweise beschäftigen. Und ich bin ja hier ein bisschen auch mit dem Digitalisierungshut hier auf dem Podium. Also ich bin sehr großer Befürworter davon, dass man das Internet noch viel stärker einfach in diese politischen, verwaltungstechnischen Prozesse mit hineinnimmt. Und wenn wir dann die Medien nehmen,
dann stelle ich mir das natürlich wunderbar vor, dass man den Datenjournalismus ganz anders darstellt, dass wir, wenn wir einen Volksentscheid haben oder eine Wahl haben, dass ich in Zukunft eben halt auf die Medien zugreife, die mir ganz anders visualisieren können, welche Zusammenhänge gibt es in den einzelnen Prozessen, was ist in der Vergangenheit passiert. Und da bietet das Internet natürlich schon eine Möglichkeit, das neu aufzuarbeiten. Deshalb würde ich das sogar dahingehend wieder positiv sehen, dass auch die Medien ein Teil sind. Ich würde sie Stakeholder nennen, wie auch die Bürger, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft ein Stakeholder ist, die alle davon profitieren können, wenn die Verwaltung in gewisser Weise offen arbeitet. Ich glaube, vielleicht zu den Punkten, die vorhin genannt worden sind. Ich glaube, es gibt ein ganz großes Missverständnis, was in den letzten Jahren einfach aufgekommen ist. Es ist nicht so, dass der Bürger den Tätigkeitsbericht jedes Mitarbeiters in der Verwaltung einsehen möchte. Es geht nicht darum, dass ich minutiös herausfinden will, was er von 8 Uhr bis 17 Uhr gemacht hat und in welchen Besprechungen er gesessen hat. Aber der Bürger will nachvollziehen können, wie Entscheidungen entsprechend zustande gekommen sind. Und ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Thema Open Data. Sie haben es noch nicht angesprochen, aber wenn ich das Fass eröffne, dann kann ich eben halt beispielsweise die Daten, die eben halt vielleicht aus dem Jahre 2009 sind, die für meine Entscheidung im Herbst 2014 interessant sind, dass ich die nochmal hole und sage, wie ist deine Entscheidung 2009 gefallen, wie hat sich das jetzt verändert, das dann zu vergleichen und dann mir eine neue Meinung zu bilden. Denn wenn wir doch ehrlich sind, wenn wir vor Wahlen stehen, und das geben die Wahlanalysen der letzten Jahre in Deutschland zumindest wieder, dass die Wähler sich einfach viel, viel kurzfristiger vor der Wahl eigentlich entscheiden, was sie eigentlich wählen. Den klassischen Stammwähler gibt es so immer weniger. Und in den letzten Tagen mittlerweile entscheidet sich dann, wie gut war der eigentliche Wahlkampf, wer hat gut performt, bei welchen Talkshows. Das ist natürlich irgendwie richtig. Auf der anderen Seite kommt aber der Inhalt dann oft zu kurz. Und da würde ich mir eigentlich viel mehr Impulse wünschen. Und das kann auch der Verwaltung gut tun. Ja, großes Thema. Trotzdem geht es mir nochmal darum, was alles drin sein soll. Wozu? Oder sprechen wir von den Bürgerinnen und Bürgern, die wollen quasi jemand hat das auch gesagt aus der Untersuchung, die wollen quasi ihre nahen Daten, die wollen wissen, was in ihrer Gemeinde, eben wohin kommt der Telefonmast und so weiter und so fort, die wollen solche Sachen. Aber das sind ja überhaupt nicht sensible Informationen, das sind ja eigentlich ist das sind Alltagsinformationen. Braucht es dafür so ein Gesetz, dass solche Informationen öffentlich sind? Ja, es braucht so ein Gesetz. Und Rheinland-Pfalz hat ja schon das Informationsfreiheitsgesetz eben schon eine längere Zeit seit 2008. Aber was jetzt vielleicht auch, was Frau Kohle-Groß gesagt hat, dass hauptsächlich Anwälte dieses Gesetz nutzen und das Recht auf Information, liegt auch ein bisschen daran, was wir leider feststellen müssen, dass dieses Gesetz nicht sonderlich bekannt ist, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht wissen, dass sie das Recht haben, Informationen von der Verwaltung aktiv einzufordern. Das haben wir versucht so zu beheben, indem wir erstmal einen Beauftragten für die Informationsfreiheit geschaffen haben in Rheinland-Pfalz, der jetzt dafür wirbt und die Bürgerinnen und Bürger darüber informiert, dass sie das Recht haben, das Recht auch die Verwaltung anzufragen, wie sieht es denn in meiner näheren Umgebung aus, wie ist es denn mit der Planung der Straße XY, dass die Bürgerinnen auch wissen, dass sie Transparenz herstellen können, wenn sie auch auf den ersten Blick diese Informationen nicht finden. Und jetzt wollen wir einen weiteren Schritt gehen. Nicht nur, dass die Bürgerinnen und Bürger die Anfrage stellen. Und wir haben auch in dem ersten Tätigkeitsbericht des Informationsfreiheitsbeauftragten herausbekommen, dass auch teilweise die Verwaltung nicht wissen, dass die Bürgerinnen und Bürger das Recht auf Information haben. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit vor uns, auch in Rheinland-Pfalz, dass es dieses Recht gibt und um den nächsten Schritt auch mitzugehen, dass die Verwaltung dann auch proaktiv Informationen ins Netz stellen und aber auch aufbereiten. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Es reicht nicht, Aktenmeter online zu stellen, sondern sie müssen auch verständlich online gestellt werden. Sie müssen gegebenenfalls visualisiert werden, erklärt werden, mit Informationen oder mit im Klosar unterlegt werden, all diese Dinge. Und da hoffen wir uns eine weitere Dynamik, denn es zeigt sich, dass die Anfragen noch nicht so häufig gestellt werden in Rheinland-Pfalz. Das kann noch besser werden, obwohl wir das Gesetz schon so lange haben. Fragen wir an der Stelle mal wieder die Schweizer Kollegen. Also wahrscheinlich haben wir es da wieder mit einer gewissen kulturellen Differenz zu tun, oder? Müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern quasi sagen, dass sie die Informationen holen können, oder wissen sie das von selber? Ich möchte einfach die beiden Aargauer Großräte fragen, Herrn Egli und Herrn Glarner. Also mich beschleicht jetzt eine leichte Beklemmtheit, muss ich schon sagen. Wenn ich jetzt sehe, wie wir hier jetzt als Politikerinnen und Politiker und als Verwaltungsleute
darüber diskutieren, welche Informationen die Bürgerinnen und Bürger wollen oder haben müssen. Ich denke, ich muss wieder einen Begriff aufnehmen, der schon in dem Podium, das vorhin stattgefunden hat, gesagt wurde, es ist die Kultur. Müssen wir nicht eine Kultur finden, in dem eigentlich aus dem Diskurs heraus klar wird, was die Transparenzforderung ist oder was ich wissen will als Bürger von der Verwaltung oder von der Politik. Also ich finde, die Diskussion ist jetzt sehr, sehr theoretisch und ich möchte sie jetzt wieder auf die direktdemokratischen Instrumente zurückführen. Ich denke, wenn die Bürgerinnen und Bürger eben Möglichkeit haben, sich zu beteiligen, dann wird auch klar, was Transparenz leisten muss, welche Informationen klar sein müssen, nämlich die, die ich als Bürger brauche, um mitentscheiden zu können. Also müsste man nicht auf dieser Seite nachfragen, wo haben die Bürgerinnen und Bürger eine Partizipationsmöglichkeit und wenn sie diese haben, dann baut sich auch ein gewisses Vertrauen auf oder eine gewisse Wolke, würde ich mal sagen. Herr Professor Zico hat ja das in Verbindung gesetzt, Vertrauen und Transparenz. Ich denke, es muss beides vorhanden sein, um ein Gefühl zu schaffen für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie eben partizipieren können und auch wissen, was sie wissen müssen. Das würde aber im Extremfall würde das heißen, ohne Partizipationsrechte braucht es gar keine Transparenz. Also ich sage jetzt das nochmal sehr überspitzt. Also im Prinzip, wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern nicht die Möglichkeit geben, mitzuentscheiden, und wenn sie die Möglichkeit nicht haben, werden sie die Informationen gar nicht holen. Also das könnte man in diese Richtung sehr stark zuspitzen. Und das weiß ich nicht, ob das der Sinn wäre. Aber das, fragen wir noch den anderen Schweizer Kollegen. Ja, bevor ich mit einem Morgengeschwür nach Hause gehe, erlaube ich mir eine ketzerische Vorbemerkung. In einer direkten Demokratie muss man es aushalten können, dass ein Altbundesrat über die größte Partei der Schweiz und über demokratisch zustande gekommene Volksentscheide herziehen darf. Diese Vorbemerkung erlaube ich mir jetzt. Als Mitglied und Präsident einer kleinen Gemeinde bin ich sogar für öffentliche Bundesratssitzungen, öffentliche Regierungsrats- und auch öffentliche Gemeinderatssitzungen. Wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht, indem wir bei uns sagen, alles, was ihr sehen wollt, kommt vorbei. Und wir werden auch nichts aussortieren, schaut euch die Akten an. Und Sie werden es nicht glauben, das kommt also alle zwei Jahre einmal vor. Weil die Bürger wissen jetzt, hoppla, die legen uns ja alles hin. Und es ist wie bei kleinen Kindern, nicht? Wenn es verboten ist, dann probiert man es und wenn es erlaubt ist, ist es langweilig. Und so, es ist jetzt erlaubt, die Akten einzusehen, also kommt schon gar nicht jemand und schaut sie an. Also mit anderen Worten, die Bundesratssitzungen bei uns wären auf einen Schlag langweilig, wenn man sie live mitverfolgen könnte. Kann ich jetzt, müsste man den Herrn Altbundesrat fragen, ich nehme an, Sie waren in Ihrer Amtszeit oft spannend. Nein, was heißt langweilig? Ich meine, es würde wahrscheinlich eine gewisse Sitzungsdisziplin ergeben, wenn Sie öffentlich wären. Ich frage jetzt nicht, wie bei Ihnen die Sitzungsdisziplin davor war, vor dieser Möglichkeit. Wir haben sie nicht öffentlich. Ich möchte es betonen, sie ist nicht öffentlich, aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie es wäre. Bleiben wir doch nochmal bei dem Punkt, weil offenbar sind ja die Sitzungen dieser Enquete-Kommission, die kann man per Livestream mitverfolgen. Oder? Und da wollen Sie ja genau das, was Sie auch gesagt haben. Sie wollen, dass die Entscheide nachvollziehbar sind. Aus Ihrer Sicht, nehme ich an, können Sie das gut begründen. Jetzt frage ich nochmal Herrn Winter, der bis jetzt noch gar nicht zu Wort kam, also auch Mitglied dieser Enquete-Kommission. Ist das für Sie überhaupt kein Problem, dass diese Sitzungen öffentlich sind? Beziehungsweise wäre es dasselbe, wenn auf Exekutivebene die Sitzungen live mitverfolgt würden? Weil Sie sind ja eine Beratungskommission. Sie können ja Ideen entwickeln. Was Sie machen, ist ja nicht unmittelbar quasi entscheidreif, sondern Sie sind am Diskutieren, am Erarbeiten, am Entwickeln, am Gestalten. Aber wenn Sie in einer Exekutivfunktion wären, dann wäre es vielleicht was anderes, oder nicht? Ja, ich muss sagen, mit der Thematik sich zu beschäftigen, war für uns schon eine große Herausforderung, den Beginn dieser Enquete-Kommission mitzuerleben. Und ich habe mich auch an manches gewöhnen müssen, was eben anders ist, als es bisher so war. Und gehe mit einer gewissen Begeisterung jetzt auch die Dinge heran und könnte mich auch dafür verwenden, dass ich sage, auch die Exekutive könnte dort draus ihre Vorteile ziehen. Ich habe mir eben in der Vorbereitung auch Gedanken gemacht, so über
Nutzen des Ganzen, der Transparenz und der direkten Demografie. Und erlauben Sie mir, dass ich das so ein bisschen auch aus kommunaler Sicht einmal sehen will, weil wir diskutieren ja auch viel über Politikverdrossenheit, über Vertrauensverluste. Ich sehe in all diesen Dingen auch eine ganz, ganz große Chance, wie wir uns präsentieren, ob in der Enquete-Kommission oder vor Ort, eine ganz große Chance, da wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Wir quälen uns hier und da auch schon damit, dass wir überhaupt noch Ehrenamtliche finden, die bereit sind, in Gemeinderäten, Kreistagen, Stadträten zu tagen. Wenn wir die wieder durch Transparenz und durch direkte Demokratie mehr einbinden können, wäre das ein großer, großer Vorteil. Wir klagen über wangelnde Wahlbeteiligung. Auch da sehe ich eine große Chance, so wie wir uns präsentieren, dort auch wieder zu werben, diese Wahlpflicht, die es ja mal gab, da wieder auch zurückzugewinnen. Also die Transparenz und Information als quasi als Motor auch zur stärkeren politischen Beteiligung. Frau Raab. Ich glaube, es gibt in der Demokratie 2.0 auch ein Riesenbedürfnis danach, sich in einer anderen Form auch zu beteiligen. Auch über die sozialen Netzwerke ist Informationsbeschaffung heute, hat sie sich einfach verändert. Während das früher vielleicht die klassischen Medien gewesen sind, geht heute Informationsbeschaffung viel, viel schneller. Und da müssen wir als Verwaltung auch ein Stück weit uns auch verändern und auch, ich sag mal, diese neuen Medien und auch den digitalen Bereich eben einbeziehen. Und wir haben durch die Evaluation, die Professor Zico gemacht hat, auch eine Reihe von Erkenntnissen bekommen. Da sind von 2008 bis 2011 die Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz auch evaluiert worden. Das waren an die 900 oder 800 und ein paar, sagen wir, es waren gerundet 900, und es waren nicht nur Rechtsanwälte. Das will ich ausdrücklich sagen. Das sind auch NGOs, das sind auch interessierte Bürger, das sind aber aktive Bürger, die sich für ein bestimmtes Projekt eben einsetzen und die für ihre ehrenamtliche Arbeit Informationen benötigen. Und wir haben dann, das Transparenzregister wollen wir ja erst aufbauen, aber wir haben dieses Open Government Data Portal errichtet. Das hat sicherlich, kann das immer noch weiter optimiert werden, aber wir haben jetzt ja eine ganze Reihe von Erfahrungen damit gesammelt. Es sind circa 40 bis 50 Anfragen täglich, die dort an uns gerichtet werden, oder nicht gerichtet werden, sondern 40 bis 60 informationssuchende Bürger. Und das wären ja Bürger, die ansonsten eine Anfrage an die Verwaltung stellen würden. Das heißt, wenn wir proaktiv Informationen bereitstellen, dann kann das auch unser Verwaltungshandeln natürlich ein Stück weit optimieren, aber es diszipliniert auch, dass wir überlegen, das haben wir jetzt gemacht, wir müssen es aufbereiten, dass der Bürger dies auch verständlich, das klappt noch nicht immer, das muss ich selbstkritisch sagen, da muss man sicherlich immer besser sein, wünschen würde ich mir noch, dass wir alle Informationen barrierefrei zur Verfügung stellen könnten. Und wir gewinnen ja auch eine Reihe von Erfahrungen, was will der Bürger wissen. Ein ganz großes Interesse besteht an Infrastrukturprojekten. Welcher Entwicklungsstand ist das? Und wir haben viele Ressorts mit ihren Informationen schon abgebildet, aber noch nicht alle. Ich bin auch Staatssekretärin im Ministerium für Inneres und Infrastruktur, und da erfahren wir, dass gerade dieser Infrastrukturbereich wirklich von ganz, ganz großem Interesse ist. Und da müssen wir uns auch ein Stück weit rantasten, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, und deshalb war die Evaluation auch wichtig. Welche Informationen müssen wir bereitstellen? Und ein ganz wichtiges Thema ist auch immer, Valentina Gerst hat das gerade gesagt, wie lange müssen wir dann die Informationen bereithalten? Wir haben jetzt das Google-Urteil gehabt, da sagt man, es gibt ein Recht auf Vergessen. Aber ich glaube, wenn wir als öffentliche Seite Informationen ins Netz stellen, dann können wir das Recht auf Vergessen an der Form vergessen. Darf ich gerade bei den Infrastrukturvorhaben nachhaken, wenn wir den Bogen zum vorherigen Thema schlagen? Fragen die Bürgerinnen und Bürger auch nach den finanziellen Fragen dieser, nach den finanziellen Volumen dieser Großprojekte, also dieser Infrastrukturprojekte? Ist das eine Frage, die auftaucht? Ja, ja, die Fragen nach dem Stand, Baufortschritte sind von großem Interesse. Dann fragen Sie, es gibt ja auch durchaus umfangreichere Planungsvorhaben. Wenn Sie beispielsweise eine Bundesstraße beplanen oder sowas, dann werden da ja sehr aufwendige Planfeststellungsverfahren angestrengt, und dann wird nach dem jeweiligen Verfahrensstand, nach den Eingaben gefragt, und das ist von großem Interesse. Und auch nach den Kosten oder nicht? Die Kosten machen wir eigentlich von Anfang an relativ transparent bei diesen Bundesvorhaben. Das heißt, wenn Sie die Daten reinkommen, dann sehen Sie auch gleich die Kosten sozusagen. Ja, es geht ja auch um naturfachliche Fragen.
ist es möglich, die Straße dort zu bauen oder ist es nicht? Welche Gründe sprechen dagegen, welche sprechen dafür? Das sind solche Fragen, die von großem Interesse sind. Ich möchte noch einen anderen Input bringen. Der Grundsatz, dass der Bürger unseren Lohn bezahlt und dass der Bürger alles bezahlt, was wir tun, also er bezahlt auch die Löhne der Verwaltung und die Kosten der Projekte, allein das legitimiert doch schon, dass wir ihm alles offen hinlegen. Also eben das Verständnis in Deutschland scheint noch ein bisschen ein anderes zu sein, aber es hat mir sehr gut gefallen, dieser Grundsatz bei Ihnen im Papier, alles, was nicht ausdrücklich als nicht öffentlich bezeichnet wurde, sollte öffentlich sein. Also das ist doch ideal. Wir gehen sogar ein bisschen weiter und sagen, man müsste eigentlich, das hört jetzt nicht alle hier drin gerne, sogar die Sozialfälle öffentlich machen, weil der Bürger, der bezahlt ja diese Leute, dass sie sich nachher allenfalls nicht zur Arbeit bemühen müssen. Also man könnte da sehr, sehr weit gehen. Da sind wir beim Thema Persönlichkeitsschutz. Da sind wir bei einer dieser Grenzen, die ja wirklich einen ganz wichtigen Punkt ausmachen, Frau Kohne. Ich glaube, und dass ich jetzt der Landesregierung da vorgreifen will, aber ich glaube, dass es vor allem auch darum geht, dass man natürlich aufschreibt oder ins Gesetz schreibt, wo die Grenzen liegen, welche Fälle eben nicht automatisch unter diese Öffentlichkeitsarbeit dann fallen. Und es ist ja auch, so lese ich jedenfalls oder höre ich in der Diskussion, in Deutschland noch nicht zuletzt endlich ausdiskutiert, ob das Transparenzgesetz wirklich auch rechtssystematisch der Weisheit letzter Schluss sein kann. Ich weiß nicht, wie weit das die Diskussion da jetzt im Einzelnen geht. Aber ich will auch noch mal sagen, in Rheinland-Pfalz jetzt zum Beispiel ist es natürlich so, wenn wir so ein Gesetz machen und nach der Erfahrung wissen wir, dass viele Bürger sich ja auch an ihre Kommunalverwaltungen wenden, um Fragen zu stellen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, dass wenn wir die Kommunen verpflichten wollten, sich auch an diesem System dann zu beteiligen, müssten wir das schon irgendwo aufschreiben. Ja, das könnten wir wahrscheinlich als Landesgesetzgeber nicht gerade einfach so machen. Das ist ja wieder eine Kostenfrage. Das kostet ja Geld, sowas zu bauen. Dann ist das Konnexitätsprinzip wahrscheinlich zu beachten oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher. Also das ist sehr komplex, auch in einem Bundesland. Und ich will nur noch mal sagen, damit da auch keine Irritation aufkommt, es gibt zahlreiche Bundesländer, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben und die auch wahrscheinlich kein Transparenzgesetz machen werden. Also das ist auch sehr unterschiedlich, je nach der politischen Zusammensetzung in den Parlamenten, in den Landesregierungen, wie man diese Geschichten sieht. Ja. Aber wie gesagt, in Rheinland-Pfalz, wir haben dieses Informationsfreiheitsgesetz, wir haben die Evaluation und wir haben auch eine Diskussion über Transparenz, ja, gerade auch wegen der Enquete. Darf ich an dieser Stelle die beiden Experten sozusagen um eine kurze Einschätzung bitten dessen, was wir jetzt diskutiert haben. Die Frage ist, wo sind die Grenzen? Wir haben über Persönlichkeitsschutz nur ganz am Rande gesprochen, ich glaube, das ist relativ klar. Aber die Frage ist, inwiefern quasi, ab wann muss man informieren, ab wann und in welchem Maße muss ein Bürger und wann muss ein Bürger, eine Bürgerin die Entscheidfindung quasi nachvollziehen können? Soll er sie verfolgen können oder soll er sie nachvollziehen können, wenn sie zu Ende ist? Frau Thurnherr zuerst und dann Herr Ziegow. Ja, diese Frage kann man nicht in zwei Sätzen beantworten, aber ich denke, was... Versuchen Sie es in drei. Ein wichtiger Punkt, der jetzt aufgekommen ist, wenn man sich die Situation in der Schweiz vergegenwärtigt, die Situation vorher unter dem Geheimhaltungsprinzip, die war ja geprägt von der Idee, dass man mit dem Geheimhaltungsprinzip wichtige Interessen aufrechterhält. Und jetzt habe ich da aus gewissen Worten eine sehr große Transparenz-Euphorie herausgehört, die aber natürlich nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass es verschiedene wichtige Geheimhaltungsinteressen gibt. Und ich glaube, es muss vielleicht unterscheiden, ein wichtiger Themenkomplex ist die Frage Entscheide, die im Entstehen begriffen sind, und das andere sind die Informationen, die unabhängig vom Entstehungsprozess sensibel sind. Und die beiden Komplexe überschneiden sich. Und was den Entstehungsprozess anbelangt, da denke ich, ist es wichtig, dass man noch einen Schritt weiter geht und sich überlegt, ja, was ist denn das Interesse an der Geheimhaltung konkret? Also Hegli hat angetönt, im Aushandlungsprozess politisch auch die Tatsache, dass man verhandelt, dass man von seinem Standpunkt abrückt, dass man dem anderen entgegenkommt. Und es gilt gemeinhin als anerkannt, dass wenn die eigene Meinung mal an die Öffentlichkeit gelangt ist, dass man nicht mehr so leicht davon abrückt. Also ich meine, das ist ein Fakt, den man im Hinterkopf behalten muss. Dann die Frage sensible Informationen, also wenn ich meine eigene Erfahrung von der Universität nehme, wir diskutieren oft über sensible Informationen, über Studierende, über Stellenbewerber.
meine, es hat niemand ein Interesse, dass das alles das offengelegt wird, auch wenn mein Lohn vom Steuerzahler bezahlt wird. Ich denke, das legitimiert das in keinerlei Weise. Ich denke, das muss man trennen. Ich glaub, das sind Persönlichkeitsinteressen, das sind Interessen an der Entscheidfindung. Gewisse Interessen an der Entscheidfindung rechtfertigen sich meines Erachtens nicht, dass man die längerfristig geheim hält. Es betrifft jetzt nicht die Verwaltung, sondern eher die Kommissionstätigkeit im Parlament angesprochen. Da denke ich, besteht doch ein gewichtiges Interesse, dass man das nachträglich öffentlich macht. Diese Forderung wird von der Staatsrechtswissenschaft schon lange geäußert. Ist ja im Aargau der Fall, wie Daniel Heller heute ausgeführt hat, dass man die Kommissionssitzungen finden nicht in der Öffentlichkeit statt, aber danach muss informiert werden. So. Gut, ich weiß nicht, in welchem Rhythmus das passiert, aber das ist ja eigentlich... Es hängt auch vom Gemeinwesen ab. Also im Bund sind keine Protokolle öffentlich. Herr Ziekhoff, nochmal die Frage, braucht es Beteiligung, damit wirklich das Interesse an relevanter Information vorhanden ist, oder geht es auch ohne Beteiligung? Beziehungsweise braucht es umgekehrt Information, damit es überhaupt Beteiligung gibt? Das sind zwei völlig verschiedene Fragen. Huhn oder Ei? Huhn oder Ei ist die Frage, oder brauchen wir beides gleichzeitig? Lassen Sie mich anders anfangen. Also was hinter der zweiten Frage stand? Und Ihre erste war ja die Frage, stellt man Transparenz im Sinne von Open Data, stellt man das in funktionalen Zusammenhang? Das ist ja jetzt in mehreren Varianten diskutiert worden. Das ist eine Grundsatzfrage, wie immer. Das sollte der Gesetzgeber sich überlegen. Was will er mit einem Gesetz machen? Geht es um einen Kulturwandel oder geht es darum, bestimmte Ziele, Kontrolle, Ermöglichung von Beteiligung oder Ähnliches zu ermöglichen? Dementsprechend unterschiedlich wird auch die Antwort gegeben werden können. Ich will nur auf einen ganz banalen Aspekt darauf hinweisen. Wenn grundsätzlich alles ins Netz gestellt werden muss, dann wird das nicht teurer, denn die Selektionsaufgabe, im Einzelfall zu selektieren, welche Informationen müssen rausgenommen werden, erzeugt immense Transaktionskosten. Also verwaltungstechnisch ist das an für sich die bessere Lösung. Bei der Frage, was sperrt man für Daten, haben wir auch hier einen deutlichen Kulturunterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Das ist das berühmte, berüchtigte Beispiel des Minarett-Volksentscheids. Der hätte so in Deutschland nicht laufen können. Wir haben eben ein sehr unterschiedliches System, ist vorhin auch schon gesagt worden. Sie haben keine Verfassungsgerichtsbarkeit, wir haben sehr strikten Grundrechtsschutz. Das wäre bei uns ziemlich sicher in Artikel 4 gescheitert, über die auch eine Volksmehrheit sich nicht hinwegsetzen kann. Und das Gleiche ist bei der Frage, die Sie gerade angesprochen haben. Welche individualbezogenen Daten können ins Netz gestellt werden? Das beantworten verschiedene Kulturen, nicht nur die Schweiz, auch Schweden, die USA beispielsweise, völlig anders als Deutschland. Und zu dem berühmt-berüchtigten Bereich exekutive Eigenverantwortung vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung, wenn Sie es gestatten. Es sind zwei verschiedene Fragen. Der Schutz des Entscheidungsprozesses, der so lange läuft, wie der Entscheidungsprozess läuft, und danach müssen die Informationen aber freigegeben werden. Der Schutz der exekutiven Eigenverantwortung, der bezieht sich, auch das ist schon mehrfach ausjudiziert worden in Deutschland, der bezieht sich auf einen ganz, ganz schmalen Feld der engsten, nicht exekutiven, sondern gubernativen, also Regierungstätigkeit, des eigentlichen Kerns des politischen Entscheidens. Und der ist sehr, sehr eng. Das sind aber zwei verschiedene Fragen, die man, glaube ich, auch strikt auseinanderhalten muss. Okay, versuchen wir, was mehrere von Ihnen genannt haben, und das Wort fiel auch schon mehrmals, dieser Kulturwandel, den es braucht. Also quasi, wir kommen von einer Kultur her, wo wir sagen, wir arbeiten hier, und wenn wir entschieden haben, dann kommunizieren wir diesen Entscheid und damit war's, und müssen jetzt quasi ständig überlegen, alles, was wir tun, was von dem sollen wir jetzt gleich ins Netz stellen, was nicht, wenn ich das etwas plakativ sage. Frau Raab, wenn Sie das umsetzen, merken Sie bei Ihren Leuten eine gewisse Scheu davor, oder ist das, spornt die das an, oder wie ist das so? Also stößt das auf Begeisterung oder eher auf Ablehnung oder auf Kritik oder auf Skepsis? Ich glaube, dass insgesamt auch das eine Aufgabe von Führungskultur ist, und da ist gerade mit unserer Ministerpräsidentin auch ein Kulturwandel im Gange. Und wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesem Weg mitnehmen. Und ich hatte gerade am Dienstag die Gelegenheit, in der Arbeitsgemeinschaft unserer Personalratsvorsitzenden aller Ministerien über dieses Thema zu sprechen, auch welche elektronischen Verfahren dahinter ablaufen sollten, damit wir auch ein solches Transparenz- oder Informationsregister, wie es am Ende heißen wird, befüllen können. Und ich habe gespürt eine sehr, sehr große Offenheit und sie auch überwiegend die Meinung, wir wissen, dass dies kommen wird und wir wollen diesen Prozess auch mitgestalten.
Und dies ist, glaube ich, wenn man so ein Sprichwort nennen kann, wie es in den Wald ruft, so schallt es hinaus. Und wenn Sie insgesamt eine demokratische und offene Kultur leben und eine offene Gesellschaft auch wollen und so wie es auch hier bei uns in der Landesregierung vorgelebt wird und wie ich das hier auch vielfach heute in der Schweiz erlebt habe, dann glaube ich, dann können Sie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesem Weg mitnehmen. Aber Transparenz nach außen bedeutet auch mehr Transparenz nach innen. Das heißt, wenn Sie dahinter elektronische Verfahren wie elektronische Akte oder sowas einführen, und dann bedeutet das auch, dass eine Verwaltung nach innen deutlich transparenter wird. Sie wissen immer, wo welcher Vorgang ist und was damit gerade passiert und wann der dann irgendwie rausgeht und so weiter und so fort. Und das ist eben ein Prozess, den wir miteinander gestalten wollen, auch mit einem sehr partizipatorischen Element innerhalb der Verwaltung. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend für den Kulturwandel. Ich hätte jetzt eigentlich gerne jemanden von der Schweizer, von einer Aargauer Verwaltung auf dem Podium, aber die sitzen da vorne nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob die Großräte die Frage beantworten können, inwiefern die Aargauer Verwaltung quasi diesen Kulturwandel eigentlich schon vollzogen hat oder gar nicht braucht, weil wir in einer direkten Demokratie sind, oder ob die sich scheuen. Können Sie da etwas dazu sagen? Ja, wir werden wahrscheinlich nicht dasselbe dazu sagen. Ich hoffe es. Also wenn ich jetzt höre, wie das in Deutschland läuft, dann habe ich das Gefühl, bei uns ist alles etwas mehr Low-Tech irgendwie. Das ist nicht so hochentwickelt mit Kommissionen und Ausschüssen und Beauftragten. Oder jedenfalls sehe ich das nicht so. Ja, also der AGA hat auch eine Öffentlichkeitsbeauftragte. Ja. Es gab eine Kommission, bis das Gesetz quasi durchkam. Also das war auch alles mal ein Weg, der begangen werden musste. Stimmt, also vielleicht habe ich jetzt das etwas zu positiv dargestellt mit dem Low-Tech. Also ich erlebe die Verwaltung manchmal als kompliziert, aber grundsätzlich erlebe ich sie als partizipativ. Und ich möchte nochmals auf das zurückkommen. Man darf Transparenz nicht mit Partizipation verwechseln. Also Transparenz ist dann wichtig, oder es wird immer dann von Transparenz gesprochen, wenn die Leute das Gefühl haben, sie können sich nicht einbringen in politische Prozesse. Und vielleicht wird auch deshalb bei uns weniger von Transparenz gesprochen, oder vielleicht haben wir als schweizerische Vertreter auch etwas Mühe mit diesem etwas technischen Begriff. Ich denke, wenn man Partizipationsmöglichkeiten hat, dann erledigt sich die Transparenz ein Stück weit von selbst. Aber die Leute fragen auch erst dann nach Informationen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie dann auch an der Entscheidung irgendwie beteiligt sind. Und ich denke, das ist etwas, das bei uns sowohl die Politik betrifft als auch die Verwaltung. Also da sitzen wir oftmals im selben Boot, weil wir als Politikerinnen und Politiker eine Aufgabe haben zu informieren, was abläuft, was wir diskutieren, was wir entscheiden. Und dazu brauchen wir aber auch die Verwaltung, die uns das entsprechende Know-how dann bringt. Vielleicht, wir erleben jetzt, also jetzt als Gemeindevertreter gesprochen, diese Dame, die da zuständig wäre für das Öffentlichkeitsprinzip, die beschäftigt sich zu 99% ihrer Zeit mit dem Verbot von Videokameras. Oder? Das ist so ihre Lieblingsbeschäftigung. Deshalb fühlen wir uns sehr gegängelt und nicht irgendwie motiviert, mit diesem Abteilung zusammenzuarbeiten. Das ist eine sehr ketzerische Bemerkung, aber es ist so. Also sie kümmert sich mit Hingabe und Liebe um Bewilligungen für Videokamera. Das wäre doch etwas für Ihre Gemeinderatssitzung, diese Videokamera, oder? Nein, unsere Videokamera ist so mobil, dass immer, wenn wir ein Gesuch stellen wollen, steht sie wieder woanders. Aber jetzt, wie erlebt man die Verwaltung im Kanton? Ich meine, als Gemeindeamann muss ich sagen, sehr, sehr gut. Hat aber auch mit der Rolle als Grossrat zu tun, das erleichtert natürlich vieles. Für die Bürger, ich höre relativ wenig Negatives über unsere Verwaltung, aber wenn wir jetzt als Grossrat sprechen, dann erleben wir ab und zu, dass gewisse Regierungsräte meinen, sie müssten Dinge vor uns verstecken und sagen, wir hätten doch kein Einsichtsrecht. Und da muss man ab und zu mal die Rollen wieder klären, Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, wer ist wer, und wir haben alles zu sehen, was wir sehen wollen. Und das gibt dann ab und zu ein bisschen Mühe oder Probleme, aber auch sehr spannende Diskussionen. Aber wie es also jetzt nicht despektierlich gemeint, der einfache Bürger erlebt, das können wir jetzt wahrscheinlich von hier oben nicht sagen. Nochmal die Mitglieder der Enquete-Kommission, wenn Sie diesen Kulturwandel
wollen, propagieren Sie ja auch, das ist ja für Sie auch sehr wichtig. Haben Sie den Eindruck, dass der bald und rasch gelingen kann, dass dieses ganze, dieses Thema Bürgerbeteiligung dann einen riesen Schwung reinbringt, oder erleben Sie Reservationen, also, Frau Kohle? Also die Masse ist das nicht, die Bürgerbeteiligung bewegt. Das stellen wir bei allen Facetten, die wir überprüft haben, fest, auch bei unserer eigenen Enquete-Kommission. Es dürften ruhig ein paar mehr beim Livestream dabei sein und dürften uns auch mit Fragen oder Anmerkungen bombardieren. Das ist praktisch gleich null. Ja. Übrigens, auch was wir vorher diskutiert haben mit den Bürgerhaushalten. Ja, zum Schluss bleiben noch 0,2% oder so in der Größenordnung übrig von Menschen, die eigentlich sich an Bürgerhaushalten beteiligen könnten, sollten und müssten. Ja. Und dann läuft es dann, so sagt uns jedenfalls ein weiteres Mitglied unserer Enquete, der Bürgermeister einer sehr großen Stadt ist in Rheinland-Pfalz, dann kommt ein Beschwerdemanagement dann zum Schluss hinten raus, weil über das Geld selber können die Bürger ja nicht wirklich mitbestimmen, ja? Weil das ist ja alles irgendwie schon sehr, sehr festgelegt und so weiter, und dann ist ja noch der Rat da, aber so ein bisschen da Hundedreck und kaputte Straßenlampe und so, das muss dann schon noch bearbeitet werden, das ist dann so das Ergebnis, ja. Ich überzeichne das jetzt mal so ein bisschen, aber das ist so ein bisschen die Situation, und jetzt habe ich nach der Diskussion eben auch so das Gefühl mit dem Transparenzgesetz, vielleicht sollte man nochmal innehalten, ja. Es gibt nämlich auch noch eine andere Seite dieser ganzen Sachen, die wir ja alle positiv erstmal untersuchen. Kommt nicht auch auf der anderen Seite wieder ein Stück Enttäuschung raus? Auch bei dem Transparenzgesetz, wenn wir das, was Frau Raab ja jetzt alles auf den Weg bringt mit dem Portal und so weiter, es können wieder nur Menschen nutzen, die die technischen Voraussetzungen zu Hause oder sonst wo greifbar haben, die auch die sich auskennen mit IT. Und andererseits ist es ja auch so, wir haben ja auch in der Enquete sehr oft gehört, dass Menschen, die sich beteiligt haben, aber zum Schluss nicht das Ergebnis herausgekommen ist, das sie sich eigentlich gewünscht haben, ob das jetzt subjektiv oder für die Gemeinschaft mehr war, die sind mehr enttäuscht vielleicht wie vorher, weil sie ja nicht gewonnen haben in ihrer Sache. Also da gibt es ganz viel zu bedenken, das machen wir auch in der Enquete, und zwar in allen Facetten. Wer kann sich beteiligen? Ja, wie schaffen wir das, wenn wir jetzt diesen Zugang über das Transparenzgesetz nur im Netz gewährleisten, dann schließen wir von vornherein eine ganze bestimmte Gruppe von Menschen ja schon wieder aus. Ja? Ja, jemand, der müsste dann auf die Verwaltung gehen, müsste dort in den Computer gucken, oder ich weiß nicht, wie er das machen soll. Ja? Also da gibt es noch ganz viele Fragen. Das wird richtig Geld kosten. Wir haben im Landeshaushalt schon die entsprechenden Mittel, also der Landtag hat es zur Verfügung gestellt. Und ich habe es ja schon gesagt, bei den Kommunen wird es noch mal Geld kosten. Die haben, das haben Sie vorher gehört, haben keins in Rheinland-Pfalz, ja. Also, und das ist schon sehr aufwendig, Frau Raab, die Daten so aufzubereiten, dass man sie tatsächlich dann auch einstellen kann und dass derjenige, der nach was sucht, das auch findet. Und vielleicht findet der Bürger trotz Transparenzgesetz das, was er jetzt gerade möchte, weil er nämlich gerade ein besonderes Anliegen in seinen Vorgaben hat, ja, findet er das doch gerade nicht, dann braucht er doch wieder einen anderen Weg, den er beschreiten muss. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte, und sie ist noch nicht wirklich zu Ende gedacht, und auch, also ich, jedenfalls, was ich da überschaue, deswegen jetzt aus Sicht der Opposition, in Rheinland-Pfalz gibt es eine richtige Opposition, ja, das kennen Sie ja so auch nicht, wir sind ja da jetzt überhaupt nicht dabei, bei uns wird nichts verhandelt und deliberativ oder sowas da ausgehandelt, was da läuft, das heißt, wir müssen jetzt mal darauf warten, was die Landesregierung uns vorlegt, und dann können wir erst gucken, was da drin steht, wie wir das bewerten, und wir werden das wieder mit Experten vermutlich dann hinterfragen im Ausschuss, so läuft das bei uns, ja. Öffentlich natürlich, die Ausschüsse tagen öffentlich, und dann werden wir sehen, was da drin steht und was daraus werden kann. Ja, aber das ist zum Teil eben noch, auch in Deutschland, außer in Hamburg, noch nicht wirklich zu Ende. Und Hamburg ist ein Stadtstaat, die haben keine kommunale Ebene in dem Sinn und so weiter und so fort. Ja, alles noch ein bisschen anders zu bewerten, aber das will ich Ihnen jetzt gar nicht hier alles erzählen. Frau Schell, haben wir noch aus Ihrer Sicht? Ja, die Enquete-Kommission ist ja deswegen in Rheinland-Pfalz eingerichtet worden, weil wir unsere Demokratie weiterentwickeln wollen. Und wenn wir mehr Beteiligung wollen, dann müssen natürlich die Bürgerinnen und Bürger sich auf Augenhöhe informieren können. Das heißt, wenn Sie sich mit einem, ich nehme jetzt mal das Beispiel einer Straße, darüber informieren wollen, ob es vielleicht notwendig wäre, hier Unterschriften zu sammeln, sich auf den Weg zu machen, um hier eine Beteiligung herbeizuführen, dann müssen Sie sich ja auch erstmal informieren können. Das ist der erste Schritt, und deswegen ist es unablässig, auch mehr Transparenz zu schaffen und sich auf den Weg zu machen, als Landtag und als Landesregierung zu schauen, wie wir das besser herstellen können. Und da ist das Transparenzgesetz meines Erachtens die richtige Weiterentwicklung. Es wird ja weiterhin so sein, es gibt einen Teil, das ist einen bestimmten Katalog, den das Transparenzgesetz vorschreibt, dass
von Informationen, die veröffentlicht werden müssen, und der restliche Teil, der wird weiterhin auf Anfragen basieren. Also wie das Informationsfreiheitsgesetz, wenn ich jetzt meine Informationen nicht in einem veröffentlichten Katalog finde, dann kann ich weiterhin auch eine Anfrage stellen. Die kann natürlich genauso digital wie auch analog per Brief erfolgen. Wir erleben aber, dass die Digitalisierung immer weiter fortschreitet, und deswegen ist es auch richtig, die Informationen in einem Informationsregister zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig Möglichkeiten zu schaffen für die Bürgerinnen und Bürger, die dieses Medium nicht nutzen, sei es in öffentlichen Bibliotheken, dass sie einen Internetzugang begleitet bekommen und dort die Informationen vorfinden oder auch sich telefonisch an den Informationsfreiheitsbeauftragten. Es gibt ja manchmal auch noch ein Telefon oder so, ganz einfach. So. Genau, es geht um den mehrkanaligen Ansatz. Das ist ganz, ganz wichtig, da auch die Verwaltung, dass sie die telefonisch, per Brief, per Bürgerbüro aufsuchen können. Aber natürlich brauchen wir auch das Informationsregister, weil es immer mehr das zentrale Informationsmedium wird, dass man eben schnell in einer Suchmaschine, die es dann auch in diesem Informationsregister kommt, geben wird, dann eben auch zu seinen Informationen kommt. Ich finde, es ist eindeutig die Mühe wert, diesen Schritt zu gehen. Das ist mit Kosten verbunden. Das sind nicht nur die finanziellen Kosten, sondern auch die Mühe, die sich die Verwaltung machen wird, diese Dinge umzusetzen. Das ist eine unglaubliche Veränderung, das ist eine unglaubliche Herausforderung für die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ich glaube auch für die Politikerinnen und Politiker wird es eine Herausforderung, aber den Weg zu gehen, und da ist es nicht wichtig zu sagen, bringt es jetzt automatisch mehr Beteiligung. Ich glaube, man muss da auch sagen, es ist aber auch die Grundlage für Beteiligung, dass wir Informationen zur Verfügung stellen, und das ist ja das Kernanliegen auch der Enquete-Kommission, die Beteiligung zu unterstützen, und da ist die Informationsgrundlage unablässig. Herr Winter und dann noch Herr Egli und dann komme ich zu Ihnen. Ich habe einfach das Bedürfnis, das noch bei aller Diskussion hier loszuwerden, so aus der Praxis heraus, dass viele von uns eigentlich auch schon danach handeln, dass wir auch vor Ort in unserer täglichen Arbeit schon darauf achten, auf eine gewisse Transparenz und auf eine gewisse direkte Demokratie. Und jeder, der politisch engagiert ist, ist ja auch schon bemüht, viele mit in sein Boot hineinzunehmen. Das können Ergänzungen sein. Es liegt auch an uns, die Ergebnisse draußen zu verbreiten und die Ergebnisse bekannt zu machen. Aber für mich ist es auch wichtig zu wissen, dass viele von uns auch das tatsächlich schon vorleben. Wenn nicht in aller Gänze, aber doch in guten Ansätzen. Es wäre auch nicht so, dass wir einfach das Gegenteil unterstellen, muss ich vielleicht auch noch sagen, Herr Egli. Ich wollte eigentlich etwas Ähnliches sagen. Ich denke auch, also diese Transparenz wird ja sehr oft gelebt, einfach schon deshalb, weil ich vom Volk gewählt werde. Also habe ich eine gewisse Transparenzverpflichtung gegenüber dieses Volkes, das mich, oder gegenüber den Leuten, die mich wählen, und auch für die Verwaltung, die ja für den Staat und für die Gesellschaft und für die Menschen arbeitet. Auch die, denke ich, haben eine gewisse automatische Transparenzverpflichtung gegenüber der Bevölkerung. Also ich gebe natürlich dem Votum recht, wo gesagt wurde, Information ist die Grundlage dazu, dass Partizipation stattfindet. Aber ich möchte doch noch einmal sagen, auch die andere Richtung ist eben wichtig. Und gerade auch jetzt in Bezug auf direktdemokratische Elemente. Es ist eben auch die Partizipation, die dann überhaupt dazu führt, dass sich die Leute informieren möchten und dass ich als Politiker einen gewissen Druck für Transparenz dann spüre. Und dann ergibt sich diese Transparenz ein Stück weit, denke ich, auch automatisch. Und dann muss es auch nicht immer eine so technische Diskussion sein, wie ich jetzt als Nichtbeteiligter, jetzt aus Schweizer Sicht, manchmal das Gefühl habe, dass schon sehr viel diskutiert wird und dass man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, wenn man über Partizipation spricht und darüber, wie man sie technisch umsetzt. Lassen wir das mal so stehen. Ja, Frau Ministerpräsidentin Dreyer, das Mikrofon kommt. Und ich schaue einfach noch, wer sich bei mir meldet, bekommt das Mikrofon da. Herr Botschafter. Klar, gut aufgefallen. Also es ist mir jetzt einfach ein Bedürfnis, noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Es geht nicht darum, dass wir einen freundlichen Bürgermeister haben, der selbstverständlich alles seinen Bürgern erzählt, was er gerade macht. Das machen bei uns auch alle freundlichen, kompetenten Bürgermeister und das machen auch alle kompetenten Stadträte. Sondern es geht bei einem Transparenzgesetz tatsächlich um eine strukturelle Veränderung. Nämlich, dass der Bürger gar nicht mehr unbedingt zum Bürgermeister gehen muss und sagen, hallo, ich habe hier ein Interesse zu erfahren, was macht gerade FNP oder was auch immer. Sondern, dass die Verwaltung selbstverständlicherweise das alles offenlegt von Anfang an. Dann kann der Mensch immer noch zum freundlichen Bürgermeister gehen. Aber das ist eigentlich
das, worüber wir sprechen. Das ist eine strukturelle Veränderung und zwar eine tiefgreifende. Sie hat auch mit Kulturwandel zu tun, weil es dann völlig egal ist, ob dieser Mitarbeiter gerade freundlich ist oder nicht. Er arbeitet in Zukunft, wenn das soweit ist, nach dem Prinzip, alles, was ich tue, ist sichtbar. Und das ist die eigentliche Veränderung und das ist, warum wir in Deutschland auch so viel darüber sprechen, weil für die Verwaltung bedeutet es in einer Zeit der digitalen Revolution natürlich auch, dass wir irgendwann keine Akte mehr führen, sondern dass sie elektronisch geführt wird, dass dadurch auch das ins Netz stellen alles sehr viel einfacher wird, dass eben auch die neue Möglichkeit der IT uns die Möglichkeit gibt, für Bürger und Bürgerinnen auch ganz leicht zuzugreifen. Und das ist schon ein Prozess in einer Verwaltung, der nicht nur teuer, sondern auch aufwendig ist, aber der auch das Denken eines Mitarbeiters in der Verwaltung natürlich noch mal ein ganzes Stück auf den Kopf stellt. Ich sage jetzt mal, für die politisch Verantwortlichen ist das ja normal, dass sie ständig mit Bürgern und Bürgerinnen zu tun haben. Aber ein Verwaltungsapparat arbeitet zurzeit zumindest nicht per se so. Ja. Das Zweite, was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, oder das ist eigentlich eine Frage, wir sind jetzt beim Thema Transparenz sehr stark auf dem Transparenzgesetz gewesen, was mir recht ist, ja. Aber natürlich geht es um viel, viel mehr und das würde mich schon auch nochmal interessieren, weil Sie haben vorhin gesagt, das Thema Transparenz ist in der Schweiz nicht wirklich ein Thema, aber wenn wir in Deutschland über Transparenz sprechen, und das ist doch bei Ihnen auch ein Thema, da sprechen wir doch auch darüber, dass Abgeordnete ihre Gehälter veröffentlichen, ja, dass Parteien wissen, wie sie finanziert sind, dass man Lobbygruppen kennt, die im Bundestag intervenieren, wer sie eigentlich bezahlt. Also ich sage es mal, das ist für mich etwas, was ich hier auch ganz mitnehme, ja, dass wenn man sagt, man macht Entscheidungsmöglichkeiten für die Bürger, dass die nachvollziehen können, wer promotet eigentlich gerade die Kampagne für ein bestimmtes Thema. Also auch das sind die großen Themen beim Thema Transparenz. Da ist ja das Thema, wie arbeitet Verwaltung, ja noch vergleichsweise ein kleines. Ja. Lassen wir doch gleich die beiden Schweizer dazu Stellung nehmen, weil das ist bei uns wirklich ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, die Intransparenz, also nicht Offenlegung bei Parteien und Kampagnenfinanzierung. Herr Glarner und dann Herr Eckli. Ja, es gab gerade am letzten Sitzungstag, also vorgestern, eine Volksinitiative hier, die hier beraten wurde. Da hat man sich allerdings ein bisschen sehr weit rausgelehnt. Man wollte dann, dass schon Bewerber für ein Amt ihr Gehalt und ihr Vermögen offenlegen müssen. Das geht dann eindeutig zu weit, weil dann finden sie keine Bewerber mehr. Dass aber jemand dann sein Gehalt, das er vom Staat bezieht, veröffentlichen muss, das finde ich gut. Da gab es aber ausgerechnet von dieser Partei, die hat einen Buchstaben weniger als meine, ausgerechnet ein Vertreter dieser Partei stand dann vor der Kamera beim Lokalfernsehen, also nach seinem Gehalt gefragt wurde, sagte er, mein Gehalt, ich bin Lehrer, das ist öffentlich, hätte er aber seinen Lohn genannt, wären ein paar, die täglich im Graben stehen, vom Stuhl gefallen, falls sie darauf gesessen hätten. Also eben zu sagen und es dann auch zu tun, das sind dann noch Welten, nicht? Also, aber Kampagnenfinanzierung jetzt, genau, ist dann Kampagnen sehr heikel. Und Parteien, das ist dann sehr heikel. Ich meine, man müsste dann schon auch da wieder sagen, gibt es dann, und zwar auf allen Seiten des politischen Spektrums, gibt dann jemand noch Geld, wenn er dafür veröffentlicht wird, wenn er irgendetwas, was ihm sympathisch ist, mitfinanzieren will? Das sind so Grundsatzfragen halt, die dann, jetzt lacht da einer. Es ja. Ist der Schweizer Botschafter ich in Deutschland. Ich weiß, wer das ist. Ja, ja. Der sich sicher dazu heute noch äußern wird. Als Grundsatzfrage, ja. Ich meine, gibt ein Unternehmer, der, ich sage es mal, Ladenschlussgesetz, jetzt gibt er 5.000 Franken, muss er das nachher veröffentlichen? Oder reden wir ab einer gewissen Grenze? 10.000. Gut, dann gebe ich es für ihn 5 mal 10. Also, ich meine, es wird absurd am Schluss. Herr Eckli? Ja, also, das ist jetzt ein Thema, das wir überhaupt noch nicht angesprochen haben auf diesem Podium. Und ich bin sehr froh, hat die Frau Ministerpräsidentin das angesprochen. Das spricht mir natürlich aus dem Herzen. Also, wir leisten uns in der Schweiz eine riesengroße Blackbox, was die Finanzierung von all diesen Kampagnen und diesen Volksinitiativen und all diesen direktdemokratischen Bewegungen, auf die wir so stolz sind, betrifft. Da hört man gar nichts und da haben sogar auch schon die Medien vollständig resigniert. Sie berichten nämlich nicht mehr darüber, wer Volksinitiativen unterstützt und wie viel Geld sie bekommen. Es gibt regelmäßig eine Riesendiskussion in der Öffentlichkeit vor Abstimmungen, vor Wahlen und nachher versiegt dann das wieder vollständig und die
die Medien, die begnügen sich dann mit irgendeiner Scheintransparenz, indem sie irgendwelche Personalien dann zu wichtigen Geschichten hochstilisieren. Also ich denke, da haben wir wirklich ein riesengroßes Defizit in der Schweiz, und ich finde es auch unsäglich, diese Argumente, die dann immer wieder kommen gegen diese Transparenz, wo man sagt, da würde sich niemand mehr engagieren in der Politik und da hätten die Parteien kein Geld mehr. Wenn man uns vergleicht, wenn man die Schweiz vergleicht mit Deutschland, dann sind bei uns die Parteien erstens nicht beliebter als in Deutschland, also Politiker ist bei uns auch kein beliebterer Beruf als in Deutschland, und die Parteien sind, so wie ich das feststellen kann, auch nicht reicher als in Deutschland. Also eigentlich haben wir keinen Vorteil aus dieser Geheimniskrämerei. Also das ist schon etwas, ich gebe dem Kollegen Glarner recht, dass die Initiative, über die wir hier gesprochen haben, vor zwei Tagen etwas weitgehend war, vor allem weil sie massive Details auch in der Verfassung schon regeln wollte und nicht über das Gesetz, da hätte ich auch Mühe damit. Aber grundsätzlich diese Transparenz, die fehlt, und damit leisten wir uns auch wirklich den Luxus, ich muss es so sagen, dass wir unser bewährtes direktdemokratisches System regelmäßig in Gefahr bringen. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist ein Riesenthema, ein sehr politisches Thema. Ich kann vielleicht an dieser Stelle nur sagen, für den Moment, das Zentrum für Demokratie Aarau, das ja mitverantwortlich ist für die Inhalte dieser Tagung, hat vor 2 Jahren, ist das richtig, das erste Ranking. Also es war eben kein Ranking, sondern quasi es hat nennen wir es Ranking über die Demokratie, über die Qualität der Demokratien veröffentlicht. Und zu aller Überraschung in der Schweiz stand die Schweiz nicht an erster Stelle. Und der Grund war eben genau diese Intransparenz, einfach um das noch so festzuhalten. Aber belassen wir es dabei. Jetzt habe ich 3 Wortmeldungen auch aus dem Publikum. Die nehme ich gleich hintereinander. Herrn Schreiner und dann Herrn Botschafter Lampe, dann Professor Glaser und dann ganz hinten noch, und dann schauen wir auf die Uhr. Machen wir da eine Schlussrunde. Nur 2 kurze Sätze. Erstens, ich glaube, bei den Persönlichkeitsrechten, bei Menschen, deren Persönlichkeitsrechten zu schützen sind, sollte man auch nicht die Mitarbeiter der Verwaltung vergessen. Wir als Politiker sind es gewohnt, dass wir Geld dafür bekommen. Es ist in Anführungszeichen so ein Stück weit auch Schmerzensgeld dafür, dass wir den Kopf dafür hinhalten müssen, was wir entscheiden und wofür wir dann auch die Verantwortung übernehmen. Aber die Menschen, die uns zuarbeiten in der Verwaltung, haben eben auch einen Anspruch darauf, dass sie ein Stück weit geschützt werden. Also wenn ich einen Wunsch äußern kann, dass man darauf achtet. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das wird wahrscheinlich in der Schweiz ganz genauso diskutiert wie in Rheinland-Pfalz auch. Wir machen uns jetzt ja Gedanken über neue Veröffentlichungsregelungen für Finanzierung, also Einkünfte von Abgeordneten. Es ist ziemlich unstreitig, wie man mit politischen Parteien da umgeht. Aber ich sage mal jetzt zum Beispiel aus meiner, dass man da transparent sein muss. Aber zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, ich bin Architekt. Es ist für mich schon ein Thema, wie die Veröffentlichung der Honorare erfolgt meiner Bauherren. Natürlich können Bürger sagen, ich habe ein Interesse daran, wer ist der Bauherr, für den der Herr Schreiner arbeitet. Aber wenn das zu konkret wird, kriege ich schlicht und ergreifend keine Bauherren mehr. Und dann muss sich die Bürgerschaft fragen, wollen wir das? Wollen wir Menschen, die finanziell 100%ig davon abhängig sind, dieses Mandat auszuüben, oder wollen wir gerade Menschen, die auch noch ein zweites Standbein in ihrem Beruf haben, und da braucht man einfach einen gewissen Schutz, sonst kriege ich schlicht und ergreifend, einen Rechtsanwalt kriegt keine Mandanten und ein Architekt kriegt keine Bauherren mehr. Ich mache, wie gesagt, notieren Sie sich das, wir machen dann am Schluss eine Schlussrunde, wo Sie sich dazu äußern müssen. Herr Botschafter Lampe, bitte. Vielen Dank. Ich würde auch ganz gern kurz was zu dem Thema Grenzen der Transparenz sagen. Einer der Hauptvorwürfe gegen die Politik in Deutschland ist ja die, dass Politiker ihre Entscheidungsfindung, Meinungsbildung zu sehr von Meinungsumfragen, von tatsächlichen oder vermuteten öffentlichen Meinungen abhängig machen. Und wenn ich mir diese schöne neue Welt der Transparenz etwas projiziere in, sagen wir, die Zukunft, 10, 20 Jahre, davon ausgehe, dass wir dann noch in einer Welt leben, in der es keine digitalen Analphabeten mehr gibt, sondern alle rund um 24/7 online sind und alle Entscheidungswege der öffentlichen Verwaltung offengelegt werden und dann auch diese Informationen möglicherweise mit Like- oder Dislike-Buttons versehen werden, dann stellt sich die Frage, kommen wir dann nicht irgendwo in einen Zustand, wo die Grenzen zwischen
direkter und repräsentativer Demokratie verwischt werden und wir dann praktisch so etwas wie eine Umfrage-Demokratie haben, in der Entscheidungsträger in erster Linie ihre Entscheidung nicht mehr nach Wissen und Gewissen fällen, sondern in erster Linie danach, wie kommt dieses, was ich sage, bei dem Volk an und welche Zahl von Like- oder Dislike-Reaktionen werde ich haben. Herzlichen Dank. Das ist eine Diskussion, die bei uns auch immer wieder beim E-Voting kommt, oder? Wie tief geht man dann, wenn es quasi auf diesem schnellen Weg passiert? Herr Professor Glaser? Ich würde auch noch mal kritisch daran anknüpfen. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, wenn es um generell abstrakte Rechtsetzungsvorhaben geht, wie soll das Gesetz aussehen, wie wird das ausgestaltet, was sollen da für Richtungsentscheidungen getroffen werden, da sind wir alle für Transparenz. Und ich denke, da spricht auch nichts dagegen, die parlamentarischen Kommissionen öffentlich verhandeln zu lassen, vielleicht auch den Bundesrat, wenn es um wichtige politische Fragen geht. Und da kann dann auch dazugehören, dass das live übertragen wird und so weiter. Aber ich glaube, die kritischen Punkte, die haben Sie ja angesprochen, Frau Kohn-Groß, eben bei Ihnen kam es auch nochmal, Herr Klarner, Sie haben es auch angesprochen, wo soll denn dann die Grenze sein? Also wir müssen doch irgendwo eine Grenze ziehen. Sie haben ja, Herr Eckli, dauernd auf die Partizipation an politischen Entscheidungen abgestellt. Das ist schon gut, darüber kann man ja, soll man ja auch über alles informieren, aber die Grenzen, die hat Frau Thurnherr ja auch aufgezeigt. Also wenn wir darüber entscheiden müssen, jetzt in der Schweiz beispielsweise Einbürgerung, aber ich kann mich auch in Deutschland dafür interessieren, wie viel Sozialhilfe bekommt eine bestimmte Familie aus Rumänien, das ist doch auch Transparenz, oder nicht? Wenn Sie alles ins Internet stellen, dann gehört das doch dazu. Also ich meine, Herr Klarner hat das Beispiel ja angesprochen und ich glaube, die Trennung muss doch zwischen diesem politischen Allgemeininteresse irgendwo verlaufen, wo wir natürlich Transparenz, Partizipation brauchen und aber den anderen Positionen, wo ja Individualrechte mehr oder weniger, Frau Kohn-Groß hat ja mehrere Beispiele genannt, wo eben jemand einen Anwalt beauftragt, der in einem ganz konkreten Anliegen Informationen haben will, um eine Klage vorzubereiten, mit denen er dann die Verwaltung gegen die Wand fahren lässt, auf Deutsch gesagt, oder den Nachbarn oder wen auch immer. Also ich glaube, das sind doch zwei ganz unterschiedlich gelagerte Ausgangssituationen. Oder wenn ich wissen will, wie viel jemand zu versteuern hat, nicht nur bei den Politikern, sondern auch bei anderen. Das würde ich nur mal kritisch zu bedenken geben. Transparenz ist sicherlich gut, aber es kommen auch viele Probleme über die Hintertür dann mit hinein, bis hin ja zu den Mitarbeitern der Verwaltung, die vielleicht auch Schutz bedürftig sind in gewissen Situationen. Ganz hinten, ja genau. Da diese Sitzung heute in diesem Saal stattfindet, kann ich es leider nicht lassen, auch noch eine Bemerkung zur Transparenz zu machen. Vor mehreren Jahren gab es mal einen Vorstoß, Videostreaming der Grossratssitzungen hier zu haben. Das wurde damals abgelehnt, weil es zu teuer wäre, die ganze Einrichtung aufzustellen. Heute haben wir die Einrichtung, technischen Einrichtungen vorhanden. Im Januar gab es einen neuen Vorstoß und das Parlament hat dann entschieden, sie wollen diese Transparenz nicht. Und eine der Begründungen war zum Beispiel, man wolle nicht, dass die Beamten ihre Zeit verblöden, indem sie die Parlamentssitzungen anhören. Und bekannterweise kam diese Äußerung von jemandem oder von der Partei von jemandem, der auch sagt, ja, es gibt eine Beamtin im Kanton, die sich vehement gegen Videokameras wehrt. Herzlichen Dank, das war ein Bogen. Sie hatten sich noch gemeldet, dann hatte sich Botschafter Guldimann gemeldet und dann noch da hinten. Ja, danke. Christoph Schallier von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Ich wollte gerne eine Bemerkung machen zum Kulturwandel in der Verwaltung. Ich denke auch, dass das noch ein ziemlich großer Schritt ist, der da zu tun ist. Oder einfach näher. Gut, näher? Wie okay. Ein Star, genau. Also ich wollte sagen, dass der Kulturwandel in der Verwaltung sicher noch ein großer Schritt ist, der zu tun ist, auch wenn da aller gute Wille unterstellt werden kann. Ich glaube, wir müssen versuchen, uns von dem Denken zu befreien, dass doch ein bisschen noch was mit Obrigkeitsstaat zu tun hat. Denn vielfach wird in der Verwaltung doch noch so gehandelt, dass beispielsweise bei dem Bau einer Ortsumgehung gefragt wird, wir legen irgendwas öffentlich, gibt es Einwände,
und sind die Einwände berechtigt und dann ist der Paragraph geschlossen. Ich glaube, ein anderes Verwaltungsdenken wäre doch, kann ich aus der Bevölkerung, wenn ich eine Ortsumgehung plane und baue, kann ich da Ideen bekommen, wie das vernünftig gemacht wird? Wer kann der Verwaltung etwas beibringen? Wer kann Hinweise geben? Und natürlich ist das für eine Verwaltung schwerer, als zu prüfen, ist jemand berechtigt oder hat er keine Berechtigung. Also ich glaube, man sollte sich da nichts vormachen, dass dieser Wandel der Öffentlichkeit oder der Wandel in der Verwaltung noch ein großer Schritt ist. Ein weiterer Punkt, der optimistischer stimmt, es geht, wenn wir um Transparenz reden, ja auch darum, die neuen Medien zu nutzen. Und wir haben in Rheinland-Pfalz da eine ganz ermutigende Entwicklung gemacht oder eine Erfahrung gemacht beim sogenannten Jugendforum Rheinland-Pfalz. Da haben wir versucht, als Politik, als Staatskanzlei, als Landesregierung mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, und haben dabei auch die neuen Medien genutzt. Und da haben wir nicht die Erfahrung gemacht, also da geht es jetzt nur noch um Like oder Dislike, sondern es hat sich gezeigt, dass es da durchaus einen vernünftigen, rationalen Diskurs gegeben hat und die Jugendlichen, die mit uns gesprochen haben, das waren beileibe nicht alle, aber doch eine ganz große Menge, die haben ernsthaft diskutiert, die haben ein Jugendmanifest verfasst, das haben sie der Ministerpräsidentin übergeben und dann hat es eine große Diskussion darüber gegeben und viele Forderungen der Jugendlichen konnten aufgenommen werden, manche wurden abgelehnt, aber das hat gezeigt, dass eben die neuen Instrumente, die Social Media, durchaus auch genutzt werden können, um solche Diskurse zu führen. Herzlichen Dank. Botschafter Guldimann. Ich bin da zu spät gekommen, vielleicht wurde es gesagt. Ich glaube, das Zentrale für mich ist als Bürger die Legitimationsumkehr. Das heißt, an sich fände ich es gut, dass einfach alles offen und transparent ist und der Staat und die Beamten beweisen müssen, warum nicht. Und dass es nicht so ist, dass ich als Bürger zum Staat gehe und sage, ich hätte es gerne gewusst. Dann sagt der Staat, ja, sag mal, warum. Also wenn man das radikal umkehrt und auch als Beamter man weiß, man kommt in einen Begründungsnotstand, wenn man sagt, das will ich jetzt nicht rausgeben, ist es besser für die Transparenz, dass man klarstellt, der Bürger hat Recht auf alles. Es sei denn, der Staat beweist, warum nicht. Und dann hatten wir ganz hinten noch eine Wortmeldung. Und dann schließen wir auch. Ja, Leck, Grossrat im Kanton Aargau. Jede Entwicklung hat ihre Chancen und ich denke, die Transparenz hat ihre Chancen, aber sie hat vielleicht auch ihre Gefahren und ich finde es grundsätzlich richtig. Wir haben ja im Kanton Aargau auch das Öffentlichkeitsprinzip, wir haben diesen Wechsel gemacht. Nun haben wir den Zusammenhang, der Bürger bezahlt, er soll die Information haben, damit kann er sich beteiligen. Nur was transparent ist, ist transparent. Und zwar, das ist auch für den transparent, der nicht bezahlt und der sich an diesem Staat nicht beteiligen will, vielleicht sogar dieser Gesellschaft schaden will. Das hat er natürlich auch. Und sofern man natürlich ganz einzelne Informationen hat, dann gibt man die vielleicht einfach nicht bekannt. Nun wissen wir natürlich heute, dass die interessantesten Informationen nicht aus Einzelinformationen kommen, sondern indem man eben geschickte Algorithmen dahinter schickt und dann das rauskriegt, was man eben braucht. Und das ist das, was ich sage, eine sehr gute Idee, die müssen wir verfolgen, aber wo stecken dann die Gefahren drin? Weil der Staat hat auch die Aufgabe, seine Leute und auch sein Gebiet irgendwann auch zu schützen. Herzlichen Dank. Jetzt hatten wir einen großen Beitrag aus dem Publikum. Es ist nicht möglich, den auf einen Satz zu reduzieren oder auf ein Thema zu reduzieren. Und ich kann auch Ihnen allen nicht die Möglichkeit geben, auf alles nochmal zu reagieren. Deshalb möchte ich von Ihnen je nur ein Stichwort hören. Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Ich fange bei Herrn Winter an. Ich sehe nach dem Verlauf des heutigen Tages den größten Handlungsbedarf, über viele Dinge, die wir heute gehört haben, nochmal nachzudenken und in die Arbeit mit einzuarbeiten. Sehr, sehr diplomatisch, würde ich jetzt sagen. Frau Kohnle. Da könnte ich mich ja fast anschließen. Ja, ja, ich will zwei Sachen will ich ganz kurz ansprechen. Was ich schon einmal gesagt hatte, es gibt über das Interesse jetzt im politischen Bereich hinaus, auch das Interesse oder
ja, das Interesse von Bürgern, dass sie eben, nenne ich mal ein Beispiel, eine Straßenbahnplanung, also die Abfahrtszeiten zum Beispiel zu einem Geschäftsmodell, meinetwegen, wann verkaufe ich da Zeitungen oder was mache ich sonst da, ein Taxi in der Nacht oder so. Ja, dass man da was mit anfangen kann, das finde ich absolut legitim. Das ist ja auch in unserem Sinne, dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt, neue Geschäftsmodelle auch die Chance haben. Und zweitens, was der Herr Charlier gerade nochmal ausführlich dargestellt hat, natürlich die Bürgerbeteiligung insgesamt ist sehr interessant zu hinterfragen. Wann fange ich denn damit an? Ja, wie und wen beziehe ich mit ein? All das haben wir diskutiert, ja, haben wir uns genau angeguckt, welche Modelle gibt es da. Nur der zweite Punkt ist, zum Schluss kommt entweder der Rat oder das Parlament mit der letzten Entscheidung oder der Gesetzgeber, Bundesbaugesetz gibt genau vor, welche Rahmenbedingungen ich einhalten muss, damit ein Verfahren überhaupt gesetzmäßig abläuft. Und dann haben wir in Deutschland Gott sei Dank immer noch die Gerichte. Das heißt, wenn jemand sich übervorteilt fühlt oder seine Rechte nicht zum Tragen gekommen sind, dann kann er immer noch vor Gericht gehen. Also wir haben ein sehr ausdifferenziertes System, denke ich, wo die meisten Bürger doch auch ihr Recht finden können, wenn sie denn solches haben. Aber immer wieder auch nochmal der Punkt, es ist problematisch, weil nicht jeder kann Recht bekommen. Ja? Nicht jeder Bürger kann sein Anliegen tatsächlich auch umgesetzt bekommen. Und das müssen wir den Menschen, glaube ich, bei der Bürgerbeteiligung auch sagen. Natürlich Partizipation und Information und alles, aber nicht jeder kann eben zum Schluss auch Recht haben. Danke sehr, Frau Kerst. Ja, nochmal, wo ist der größte Handlungsbedarf? Kurz und bündig. Ja, ich habe ja nicht so viel gesagt. Von daher würde ich mir erlauben, diese 2 Minuten mehr rauszunehmen, weil durchaus das Thema der Digitalisierung nochmal genannt wurde. Dislike und Like-Button. Ich gehe in keinster Weise davon aus, dass wir eine Verwaltung haben werden, die daraufhin agieren wird und dass man dann sagt, ich werde meine politischen Prozesse danach orientieren. Was ich mir aber von der Verwaltung wünsche, ist, dass wenn ich an einer Ortsbegehung, die vielleicht stattfindet, nicht teilnehmen kann, weil die an einem Dienstag um 10.30 Uhr stattfindet, und ich persönlich am Schreibtisch sitzen muss und 5 Politiker und 3 von der Verwaltung da stehen und etwas entscheiden, was mich in meinem Alltag irgendwann betreffen wird, dann will ich darüber auch abends um 22 Uhr im Netz auch entscheiden können und sagen können, ich möchte es aber lieber so oder so und nicht die 3 oder 8, die da an einem Ortstermin stattgefunden haben. In meiner Kommune ist das nämlich der klassische Arbeitsalltag. Die Verwaltung ist sehr viel auf der Straße unterwegs, macht Ortsbegehungen und macht Entscheidungen, von denen ich später erst weiß. Und da würde ich mir von der Verwaltung eine größere Transparenz wünschen. Damit einhergehen, vielleicht an eine letzte Meinung, was ich mir sehr stark oder was ich fordern würde, dass, wenn wir jetzt bei den Verwaltungen bleiben, da haben wir uns jetzt leider in der Diskussion etwas vertieft. Ich glaube, es ist nicht nur ein Kulturwandel, der mit den aktuellen Mitarbeitern erfolgen muss, sondern auch bei der Personalplanung der kommenden Mitarbeiter, die eingestellt werden, wäre mein Wunsch, dass man viel mehr darauf achtet, dass man Leute mit technologischen Kenntnissen einstellt. Gerne auch die Programmierer, die hinter ihren Laptops sich oft verstecken, die aber geniale Sachen entwickeln, die auch das Thema Algorithmen ganz anders wahrnehmen und dann auch bei dem Thema Geschäftsmodelle vielleicht dann auch mal die Hinweise geben können. Mhm. Vielleicht aber auch ein Punkt, wenn wir über Daten reden, die die Verwaltung rausgibt. Es sind nicht nur die Wirtschaftsunternehmen, die dahinter stecken und sagen, ich möchte daraus ein Geschäftsmodell machen. Wenn ich sehe, wie viele Leute draußen sitzen, die privat Apps programmieren, Webseiten programmieren, die mit Open Data zu tun haben, die das ehrenamtlich machen, dann haben wir eine ganz andere Wirkung. Und in Deutschland kommt der Begriff so langsam auf. Ich weiß nicht, ob in der Schweiz auch das schon diskutiert wird. Das ist das digitale Ehrenamt. Und ich glaube, dass sich daraus auch viel mehr Chancen entwickeln können, die nichts mit Wirtschaftsinteressen zu tun haben, sondern die der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen, weil sie Spaß daran haben. Und da können wir vielleicht heute Abend nochmal drüber reden, vielleicht das intensivieren. Aber das würde ich mir viel mehr wünschen, dass solche Diskussionen in der Verwaltung geführt werden. Ich weite meinen Begriff Geschäftsmodell ausdrücklich darauf aus. Habe ich auch so gemeint. Herzlichen Dank. Frau Schellhammer. Ja, erstmal möchte ich Frau Kersts Statement in Ausrufezeichen dahinter setzen. Ich möchte mich in meinem Abschlussstatement mehr auf das Thema fokussieren, wie führen wir die Diskussion. Es ist doch ganz klar, dass der Schutz der Privatsphäre und der Kommunikation ist ein Menschenrecht. Das ist ein geschützter Bereich. Es hat die Kategorie Menschenrecht und in dem deutschen Grundgesetz haben wir das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Der Datenschutz hat bei uns einen ganz hohen Rang und das heißt, dass personenbezogene Daten eben nicht offengelegt werden. Und das ist ganz klar. Und was ich mir wünschen würde oder was meines Erachtens noch fehlt, weniger Diskussionen zu führen zum Thema Transparenz, was geht nicht, sondern wie können wir mehr Transparenz schaffen. Und oft drehen sich solche Diskussionen nur darum, was wir
wir nicht offenlegen. Und die sind meines Erachtens sehr, sehr klar auch bei uns geschützt, welche Bereiche nicht offengelegt werden können. Und ich finde, dass der Großteil der Informationen ja vollkommen unproblematisch sind und offengelegt werden können, ohne weiteres. Und für uns ist wichtig, dass es der Abwägungsgrundsatz gilt. Das heißt, wenn eine Information da draußen gegeben wird, wird geschaut, sind irgendwelche anderen Grundrechte davon betroffen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann offenlegen, um mehr Transparenz herzustellen, um die Möglichkeit der Diskussion auf Augenhöhe für die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Also mehr Mut auch zur Transparenz und nicht immer nur an dem, über das zu diskutieren, was nicht geht. Frau Staatssekretärin. Ja, da schließe ich mich gerne an, denn wenn ich die Diskussion von eben verfolge, dann glaube ich, müssen wir dafür werben, für Transparenz und diesen Kulturwandel und weniger oder die Ängste aufnehmen, dass man Transparenz missbrauchen könnte, so wie Sie es gesagt haben. Ich glaube, wenn wir den Blick auch mal über die Schweiz und Rheinland-Pfalz und Deutschland hinaus in die skandinavischen Länder werfen, dann sehen wir, dass dort auch eine ganz andere Offenheitskultur eben auch mit staatlichem Handeln gegeben ist. Und wenn wir den Blick auf die andere Seite der Alpen werfen, Österreich hat einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben erst digitalisiert und dadurch Transparenz geschaffen und haben jetzt mehr Transparenz, als wir es jetzt haben, und schauen ein bisschen diesen Weg an. Und ich will auch dafür werben, dass es uns, glaube ich, gelingen wird, die analoge und digitale Informationsbeschaffung auch miteinander zu verknüpfen. Wir wissen aus Untersuchungen, bereits 78% unserer 4 Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sind Onliner, aber die anderen 22 werden selbstverständlich über Telefon oder über schriftliche Anfragen auch gerne diese Informationen bekommen. Und wir setzen uns gerade auch als Land Rheinland-Pfalz dafür ein, dass wir diese bundesweite Rufnummer Informationstelefon 115 richten. Und da ist das große Motto, darüber steht, wir lieben Fragen. Und die wollen wir beantworten, damit der Bürger auch als mündiger informationsgeladener Bürger sich aktiv an der Gesellschaft beteiligen kann. Herzlichen Dank. Eine Vorbemerkung, wir haben bei uns die Begehungen morgens um 7 Uhr angesetzt jeweils. Da bin ich dabei. Der große Nachteil war, dass die Juristen noch nicht wach waren und protestiert haben. Also für die Begehung war es ein Vorteil, aber gut. Nein, ich habe einen Führungsgrundsatz in meinen Unternehmungen, den habe ich von einem Deutschen gelernt, der heißt, gib deinen Mitarbeitern so viele Informationen, wie du kannst, und du wirst nicht verhindern, dass sie Verantwortung übernehmen. In diesem Sinne, wenn wir den Bürgern so viele Informationen geben, wie wir können, werden wir nicht verhindern können, dass sie Verantwortung übernehmen und auch wissen, was mit ihrem Geld passiert. In dem Sinne, open, alles hinlegen, was geht. Also für mich ist nach all dem, was jetzt gesagt worden ist, unabhängig von der Verschiedenheit der beiden Systeme in Deutschland und in der Schweiz, sind die zwei Fragen offen: Wo sind die Grenzen der Transparenz und welche Informationen sind für die Menschen wichtig? Und mir ist ein großes Anliegen, dass diese Entscheidung nicht in Arbeitskreisen und in politischen Kommissionen gefällt wird, sondern eben auch demokratisch gestützt gefällt wird. Und deshalb bin ich auch, obwohl es mir, glaube ich, vorgeworfen wurde von Ihnen, Herr Professor Glaser, immer auf dieser Partizipation herumgeritten. Ich bringe sie auch jetzt noch einmal. Ich denke, das könnte ein Weg sein. Also die Partizipation, wenn ich mich beteilige am Staat, dann muss ich mir auch überlegen, welche Informationen sind wichtig für mich. Und dann entscheidet sich eben auch ein Stück weit von selbst, dass ich zum Beispiel nicht wissen muss, was ein Sozialhilfeempfänger bekommt, aber dass ich... Eben, aber das könnte sich dann eben von selbst entscheiden, dass ich das nicht wissen muss, was mein Nachbar versteuert, aber ich muss wissen, nach welchen Informationen die Regierung entscheidet. Oder? Also bei großen Fragen, von denen ich dann wirklich direkt betroffen bin und die ich auch mitbezahlen muss als Bürger. Aber es ist eine Hoffnung, es ist nicht ein ausgearbeitetes Konzept oder eine, ja. Herzlichen Dank Ihnen allen für diese Diskussion. Sie bleiben gerade noch einen Moment sitzen. Wir haben das Schlussszenario vereinfacht. Sie bleiben ebenfalls sitzen, sozusagen. Ich darf Ihnen sozusagen die letzte Frage stellen. Und die Frage liegt natürlich auf der Hand. Wir haben heute über Finanzen und Transparenz gesprochen. Transparenz bedeutet, ernst genommen zu werden. In Finanzfragen mitzuentscheiden heißt wirklich am Schluss quasi wirklich zu sagen, wohin das es geht. Ich möchte aber zu... Machen wir bei Ihnen, Frau Dreyer. Ja, ich wollte Sie als für Sie
Genau, genau. Die wichtigste am Schluss. Peter Grünenfelder, ich habe es am Anfang gesagt, die erste Demokratiekonferenz, da war irgendwie wie noch klar, die Schweiz ist das Musterland. Heute, glaube ich, stehen wir an einem anderen Punkt. Wir haben ein paar kritische Voten gehört von Herrn Altbundesrat Leuenberger. Wir haben bei der Transparenz gemerkt, dass wir da nicht mehr so weit auseinander sind. Was nehmen wir für den Kanton Aargau bzw. für die Schweiz mit aus dieser Konferenz? Ich glaube, für den Kanton Aargau nehmen wir es mit. Die anderen hören einfach mit. Ich glaube, wir haben durchaus den Mythos der Schweizer direkten Demokratie und der Volksmitsprache heute ein bisschen realitätsbewusst diskutiert und auch reflektiert. Diese ganze unterschiedlichen Vertrauenskulturen, die wir haben, das haben wir festgestellt. Diese Umfrage von Professor Faas, die sollten wir mal auch bei uns machen. Das Vertrauen, das in die Politik herrscht. Natürlich hat die Reputation der Politik in beiden Ländern eine gewisse Kritik, aber ich glaube, das gehört zum Spiel. Aber das Vertrauen, dass die Politik eben auch Entscheide fällt und nicht nur das Volk weiß, was das Beste ist, das ist augenfällig. Es zeigt sich auch die unterschiedlichen Staatsebenen. Bei uns ist es auf kommunaler, insbesondere kommunaler Ebene, haben wir eine pragmatische Vorgehensweise. Wir haben auch zahlreiche Nichtparteien, die in kommunalen Exekutiven vertreten sind, also parteilose Mitglieder in Gemeinderäten. Aber je weiter es nach oben geht, desto mehr Ideologisierung haben wir in der Politik und desto mehr auch eine gewisse Misstrauenskultur. Das sehen wir bei der größten, momentan größten Minderheitspartei. Wir haben ja alle nur Minderheitsparteien in diesem Land. Wenn das Volk entscheidet, der Bundesrat folgsam eine Vorlage ausarbeitet, wo noch niemand weiß, wohin es geht, und schon gesagt wird, öffentlich, der Bundesrat, die Bundesverwaltung macht nicht das, was das Volk will. Das ist vielleicht nicht die Vertrauenskultur, wenn man zuhört, wie es in Deutschland läuft. Das ist das eine, was ich mitnehme. Also das pragmatische Vorgehen, auch das Vertrauen in die Politik, die man in Deutschland hat und auch sagt, auch die Politik macht was für die Bevölkerung. Es muss nicht das Volk überall das letzte Wort haben. Das zweite, die unterschiedlichen Transparenzverhältnisse ist auch augenfällig. Der eigentlich ungezwungene Umgang in Deutschland mit Daten, da sind wir noch am Anfang mit Open Data, Open Government. Aber auf der anderen Seite, wenn ich da richtig zugehört habe, dieses Vermeiden von Überraschungen. Bei uns haben wir mit dem Vernehmlassungs-Anhörungsverfahren, die Überraschung haben wir für die Bevölkerung nicht. Die wissen, was geplant ist von der Verwaltung, von der Regierung, vom Parlament. Das heißt, man kann immer korrigieren, rechtzeitig korrigieren. Das ist nicht eine Misstrauenskultur. Aber das Zweite, was vielleicht bei uns noch unklar ist und heute auch nicht diskutiert wurde, aufgrund unserer unterschiedlichen Regierungssysteme, eben 5-Parteien-Regierung mit 5 Ministern bei uns im Kanton Aargau alleine, das Kollegialität, natürlich wird gestritten an Regierungssitz und natürlich gibt es rote Köpfe. Aber wir wissen auch die Mediatisierung auf Bundesebene, aber auf Kantonsebene. Ich glaube, dort gibt es auch noch Klärungsbedarf und Diskussionsbedarf. Wie weit soll das Öffentlichkeitsprinzip gehen? Und wenn man Regierungssitzungen öffentlich machen will, fangen wir am besten an in der Gemeindeexekutive von Oberwil-Lieli. Soweit zu meinen kurzen Schlussfolgerungen. Ich danke. Herzlichen Dank, Peter Grünenfelder. Frau Ministerpräsidentin Malu-Dreyer, Sie haben sich ja mit Ihrem Programm auf einen langen Weg gemacht und das kam ja auch mehrmals zum Ausdruck quasi. Und ich würde jetzt fast sagen, der Weg ist das Ziel irgendwie. Also Sie sind auf diesem Weg. Wenn Sie jetzt die heutige Diskussion betrachten, was nehmen Sie für mich mit? Was würden Sie jetzt sagen, da müssen wir jetzt noch einen Gang zulegen quasi in diesem Thema? Und vielleicht auch, was geben Sie der Schweiz mit? Ja, also ich nehme einiges mit. Das Erste, was ich sagen will, ich habe in der Diskussion jetzt einfach auch nochmal erlebt, dass eigentlich Transparenz und Beteiligung eine Haltung ist. Und wenn man die Haltung hat, die meisten haben sie hier ja, denke ich, zu sagen, wir möchten eigentlich den Bürgern gegenüber offen sein und das auch tatsächlich leben, dann ist das alles auch mit den Hürden gar nicht so schwierig. Ich sage jetzt mal für Deutschland, ist ja gesagt worden auf dem Podium, wir haben Datenschutz, wir haben klare Rechtsprechung, wir haben Gesetze, wo eigentlich ziemlich klar ist, wie eng ist dieser Individualschutz, der Persönlichkeitsschutz und so weiter. Ich glaube, wenn wir uns da an die Arbeit machen, kriegt man das relativ schnell klar, wo die Grenzen sind. Aber ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, eigentlich eine Haltung auch zu verkörpern und umzusetzen, dass man sagt, wir leben heute in einer Zeit, da hat der Bürger eigentlich einen anderen Anspruch Politik gegenüber und diese Haltung trägt man auch. Es gibt ein paar Kernsätze, die fand ich ziemlich ermutigend, muss ich sagen. Die nehme ich aus der Schweiz mit nach Deutschland. Ich sage jetzt mal ein paar, zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass es ja nicht um die Beteiligung der Bürger geht, sondern um eine permanente aktive Gestaltung. Das gefällt mir sehr gut, weil ich auch Beteiligung nie so verstanden habe, dass der Bürger mal irgendwie was mal gerade dazu sagen soll, sondern es geht ja eigentlich darum, den Bürger
mit dem Bürger aktiv Politik zu gestalten. Und was mir auch gut gefallen hat, war in der Diskussion, als es um die Finanzen ging, dass es beim Bürgerentscheid eigentlich nicht um Expertenwissen letztendlich geht, sondern dass wir die Bürger und Bürgerinnen eigentlich nur in die Lage versetzen müssen, dass sie sich eine Meinung bilden. Und genau darum geht es. Und deshalb hängt für mich eben Transparenz, Informationsweitergabe doch auch immer mit dem Thema Beteiligung und Partizipation zusammen. Denn wenn ich Bürgern nicht die Möglichkeit gebe, sich wirklich auch umfassend und auch zielorientiert zu informieren, dann haben sie auch Schwierigkeiten, sich wirklich kompetent einzubringen. Also viele schaffen es trotzdem, aber ich habe ja den Anspruch, dass man möglichst alle auch mitnimmt und allen diese Möglichkeit gibt. Und das ist auch nochmal klar geworden in der Diskussion, dass wir ja in der glücklichen Zeit der digitalen Revolution leben. Das heißt, auch den Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich auch die Hemmschwelle sehr viel niedriger machen können, dass viele Menschen sich auch in diesem positiven Sinne beteiligen können. Das wird mit Sicherheit auch unser Anspruch sein. Wichtig ist mir nochmal, was ich aus der Schweiz jetzt auch einfach nochmal lerne, weil mir das gar nicht so bewusst war, dass wenn wir uns auch in Richtung Absenkung Quoren oder sowas bewegen, dass wir wirklich auch darauf achten müssen, dass wir von Anfang an klar machen, dass auch die Unterstützergruppen zu bestimmten Voten transparent gemacht werden. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass das finanziert wird. Im Gegenteil, die Leute sollen sich engagieren. Ich möchte nur, dass wenn ich mich für irgendein Thema entscheide, weiß, von wem wird jetzt eigentlich welche Argumentation gerade geführt. Das gehört auch dazu, um meine Entscheidung als Bürger und Bürgerin wirklich auch ein Stück weit neutral oder objektiv letztendlich dann auch treffen zu können. Ich will noch was sagen zu Petersilie und Amüs Göll, ja? weil ich glaube, dass das Thema Beteiligung im guten Sinne, meine ich jetzt, vielleicht doch ein bisschen unterbelichtet wurde. Weil ich finde, es hat auch einen sehr hohen Wert, bei politischen Entscheidungen Bürger und Bürgerinnen sehr frühzeitig einzubeziehen und die politische Meinungsbildung eigentlich auch in diesem Prozess gemeinsam zu entwickeln. Ich verstehe, dass die Schweizer das immer machen, mit dem Blick darauf, gegebenenfalls muss das einem Volksbegehren auch standhalten. Ich glaube, es ist eine gute Praxis zu sagen, man bezieht von Anfang an auch Leute ein, um mit ihnen gemeinsam ein Thema zu gestalten. Also Beteiligung ist nicht das Gleiche wie Entscheid. Ich glaube, da müssen wir auch noch was lernen in Deutschland, dass die Leute auch Letztverantwortung mit übernehmen können. Ich denke, das ist auch ein Bedürfnis bei uns, aber die Beteiligung an sich hat für mich auch einen Wert. Der letzte Satz, den finde ich am allerbesten. Beim Entscheid gibt es keine Gewinner und es gibt keine Verlierer. Und das hat Deutschland, glaube ich, noch nicht verstanden. Weil wir diese Tradition nicht haben wie die Schweiz, bedeutet ein Volksentscheid immer eine Niederlage für die Regierenden, wenn die Bürger was anderes wollen. Das finde ich eigentlich sehr belastend, muss ich sagen. Wir haben nicht die Haltung in Deutschland zu sagen, die Bürger haben sich jetzt engagiert und die vertreten diese Meinung mehrheitlich und selbstverständlich akzeptieren wir das alle als politische Klasse, sondern es geht eher dann auch darum, hat der Recht oder hat der Recht und ich glaube, der Satz, den sollten wir uns als prägend auch mitnehmen. Vielen Dank auch an die Moderatorin, das sage ich jetzt mal für alle, Sie haben einen super Job gemacht. Ganz herzlichen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Das war ein sehr schöner Spiegel an die Schweiz. Das fand ich jetzt wirklich, kann man genauso stehen lassen. Ich danke allen, die referiert haben. Ich danke allen, die diskutiert haben. Ich danke allen am Publikum, die sich beteiligt haben. Und damit Sie jetzt nicht meinen, dass wir Sie jetzt einfach bis 8 Uhr in der Sonne stehen lassen, haben wir, was zwar auch schön ist, ja, aber wir haben trotzdem noch ein Programm. Sie dürfen, wenn Sie wollen, jetzt relativ gleich mit der Pause, die Sie halt kurz brauchen, am Kunsthaus an einer Führung teilnehmen. Der stellvertretende Direktor des Aargauer Kunsthauses würde für die, die wollen, Sie durch die Ausstellung Robert Walser und die bildende Kunst führen. Das Aargauer Kunsthaus, das darf ich sagen, die Schweiz ist zwar sehr föderal organisiert, aber das Aargauer Kunsthaus trotzdem die größte Sammlung an Schweizer Kunst. Es ist ein wichtiges Kunsthaus, es ist das gleiche nebenan. Wenn Sie Lust haben, profitieren Sie von dieser Möglichkeit, diese Führung mitzumachen. Das dürfen Sie tun. Wenn Sie da fertig sind, gibt es auch hier ab 19.15 Uhr schon einen Empfang, einen Apéro hier in diesem Vorraum hier. Und wie Sie ja wissen, ab 20 Uhr sowieso den Empfang im Ratshaus Keller. Sie kommen genau gleich zu diesem Haupteingang herein, aber nicht bis hierher, sondern gehen gleich nach rechts und dort die Treppe runter. Sie werden uns finden. Damit sollten Sie, glaube ich, wissen, was noch vor Ihnen liegt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Pause oder einen schönen Kunstrückgang und ich freue mich aufs Wiedersehen. Kurz vor 8. Vielen Dank. Applaus